Christopher Wolf. Hallo, grüß Sie, Herr Wissmann. Ist er Paul Angeli oder Angeli? Angeli. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen im NEOS Lab. Das NEOS Lab ist ein offenes Labor für neue Politik und die Parteiakademie von NEOS. Mein Name ist Josef Lentsch, ich bin der Direktor und ich freue mich, Sie und euch zum zweiten Abend unserer siebenteiligen Veranstaltungsreihe zu Liberalismus begrüßen zu dürfen. Wir haben vor 10 Tagen eröffnet zu philosophischen und historischen Wurzeln des Liberalismus. Da habe ich gesagt, es gibt eine ethische Dimension, eine soziale Dimension des Liberalismus, eine wirtschaftliche Dimension, eine internationale Dimension und natürlich auch eine politische Dimension. Mit dieser politischen Dimension befassen wir uns heute Abend. Was heißt politischer Liberalismus? Was heißt liberale Demokratie? Ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass die liberalen Demokratien, so wie wir sie kennen und schätzen gelernt haben, unter Druck sind, dass die liberale Demokratie nicht notwendigerweise Bestand haben muss. Wenn wir einfach nach Ungarn schauen, wo es mittlerweile eine sogenannte liberale Demokratie gibt, wenn wir nach Russland schauen, wo es eine sogenannte gelenkte Demokratie gibt, dann müssen wir uns fragen, was unterscheidet denn eine liberale Demokratie von anderen Formen von Demokratie? Wie ist es überhaupt zur liberalen Demokratie gekommen? War das Verhältnis zwischen Liberalismus und Demokratie immer so entspannt, wie es heute ist, oder gab es da auch andere Zeiten? All diese Fragen werden wir uns heute stellen und ich freue mich sehr, dass Dr. Christopher Gohl seinen Weg aus Tübingen heute nach Wien gefunden hat und ich darf ihn kurz vorstellen, bevor ich ihm dann das Wort übergeben darf. Wie immer gibt es dann natürlich im Anschluss die Möglichkeit, zuerst hier noch vor Ort und natürlich auch im Livestream Fragen, Kommentare, Beiträge einzusteuern, aber natürlich auch dann im Anschluss im informellen Rahmen bei einem Kaltgetränk. Christopher Gohl studierte Politikwissenschaften in Tübingen, Washington D.C. und Potsdam. Für seine Summa Cum Laude Dissertation erhielt er den Stiftungspreis der Demokratiestiftung der Universität Köln. Seit 2005 organisiert der ausgebildete Mediator innovative Prozesse politischer Beteiligung, so etwa zum Ausbau des Frankfurter Flughafens oder die Grundsatzdebatte der FDP zwischen 2010 und 2012, zuletzt als Leiter der Abteilung politische Planung. Seit 2012 lehrt und forscht der Familienvater an der Uni Tübingen zu Fragen weltbürgerlicher Verantwortung in der Wirtschaft. An der FDP leidet und schafft er als Mitglied seit 1990. Er ist Ombudsmann der Partei und gehört zu den Mitverfassern des aktuellen Grundsatzprogramms. 2017 tritt er auch für die FDP als Kandidat bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 290 Tübingen an. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Und ich habe ihn schon mal in Action erlebt und deswegen freut es mich auch ganz besonders persönlich, die nächsten 3/4 Stunde wieder einiges zu lernen. In diesem Sinne herzlich willkommen, Christopher, und danke dir, Josef. Wir freuen uns auf deine Worte. Danke. Ja, danke Ihnen für die Einladung. Ich finde es ganz hervorragend, nicht nur die Initiative für diese Reihe sozusagen der Selbstaufklärung, sondern ich bin auch ganz begeistert von dem Ort, den Sie haben, wie man als FDPler ohnehin, also zumindest der progressive Teil, dazu neigt, sehr begeistert zu sein, was die NEOS machen. Wir haben ja 2010, 2012, als ich in der FDP-Bundesparteizentrale gearbeitet habe, natürlich auch gesehen, uns geht es schlecht, wir wollen uns neu aufstellen, wo orientieren wir uns, wo schauen wir hin. Wir haben natürlich dann auch immer nach Österreich geschaut und zu den Initiativen, die da am Entstehen waren. Was mich persönlich immer beeindruckt hat bei den NEOS war, dass von Anfang an begriffen wurde, dass Politik eben auch, ich sag mal, Organisationsentwicklung braucht. Eine Partei muss sich organisieren, muss die Art und Weise, wie sie miteinander Probleme angeht, immer wieder reflektieren. Und damit sind wir eigentlich auch beim Thema, nämlich bei der Ordnung oder den Verfahren
von Demokratie. Eine Frage, die mich schon lange beschäftigt, auch schon als junger Liberaler in den Mitte der 90er Jahre zusammen mit meinem Freund Michael Ostertag, der auch da ist, der seit einigen, ich habe jetzt so ein Echo, das ist zwar ganz, wer hat nicht gern ein Echo, aber es ist etwas irritierend. Jetzt haben wir es weg, glaube ich, gell? Zusammen mit meinem Freund Michael Ostertag, der ein Liberaler ist, hier in der Stadt wohnt, seit längerem und wir haben bei den jungen Liberalen in Stuttgart und Tübingen viel zusammengearbeitet. Der Josef hat es gesagt, ich habe mich dann immer wieder eingebracht in verschiedenen Bereichen, einmal praktisch, wie organisiert man Beteiligung, politische Beteiligung, einmal auch natürlich theoretisch und in der Auseinandersetzung der FDP für ihr neues Grundsatzprogramm 2010 bis 2012. Und dort haben wir eine Idee dann festgehalten, die eigentlich uns ganz gut getan hat. Wir haben uns gesagt, dass der Liberalismus eigentlich verschiedene Traditionen hat, dass Freiheit unteilbar ist, weil nur die Selbstbestimmung auf allen klassischen Feldern der liberalen Tradition dann Fortschritt sichert, dass es aber eben verschiedene Felder gibt, in denen wir über Selbstbestimmung reden. Und eine davon ist natürlich dann das politische Feld. Und diese verschiedenen Traditionen stehen in gewissen spannungsreichen, oder in einer Spannung, die auch kreativ sein kann, aber die eben auch nicht ganz einfach sich so harmonisch, wo das nicht ganz harmonisch zusammenpasst, sondern Liberalismus ist eben ein lebendiges Gespräch über Prioritäten, da wo wir Freiheit verwirklichen wollen, ob das mal politisch einen Schwerpunkt hat, ob das mal wirtschaftlich einen Schwerpunkt hat, mal sozial oder wie auch immer. Das hängt dann auch von den Zeitläufen ab. Wir haben damals in die Karlsruher Freiheitsthesen dann 6 Traditionen benannt. Einerseits die Fortschrittstradition, Fortschritt durch nachhaltiges Wachstum, dafür braucht es dann Lernprozesse in der Gesellschaft. Zum Zweiten die Tradition des sozialen Liberalismus, also Chancen des mündigen Menschen auf Selbstentfaltung und sozialen Aufstieg durch unser Leitbild da, der ermutigende Sozialstaat. Dann die Souveränität des Bürgers durch die Freiheitsordnung des Rechtsstaats, das ist die Tradition des Bürgerrechtsliberalismus, die quasi jedem Einzelnen Rechte gibt, als Rechtsstaat dafür sorgt, dass Schutzrechte, auch sicherlich dann nachher in der Tradition des Sozialstaats auch soziale Anspruchsrechte gibt. Und dann viertens, das was uns heute Abend beschäftigt, Selbstbestimmung des souveränen Bürgers in den Freiheitsordnungen von Bürgergesellschaft und Demokratie. Ja, das ist Rechtsstaat, das ist Demokratie, die gehören zwar zusammen, sind aber schon 2 unterschiedliche Traditionen, auch weil die Demokratie selber nach liberaler Auffassung immer Grenzen hat, nämlich Grenzen, die der Rechtsstaat setzt. Das trennt uns schon von anderen Demokraten, die den Rechtsstaat nicht wertschätzen, sondern die Demokratie als die, ja, die Volksherrschaft, auch die ja, anders interpretieren und auch glauben, dass es eine gemeinsame, eine Stimme des Volkes geben kann. Da sind wir natürlich nachher anders drauf. Es ist aber auch nicht das Gleiche und ich will heute hier vor allem über Bürgergesellschaft und Demokratie reden, wobei ich Bürgergesellschaft verstehe als eine Lebenspraxis, eine Form von Demokratie, die Lebensform von Demokratie, sodass ich im Wesentlichen über Demokratie spreche. Ich werde dann ab und zu mal sagen, damit meine ich jetzt auch Bürgergesellschaft. Dann natürlich die wirtschaftsliberale Tradition, die soziale Marktwirtschaft bei uns als wehrhafte Marktwirtschaft, das ist eine Chancenordnung für Wachstum und Wohlstand, also heißt es in dem Vokabular unseres Grundsatzprogramms. Und das liberale Europa ist Teil sozusagen eines internationalen Liberalismus. Da gab es natürlich eine Tradition des Nationalliberalismus, die wir dann weiter neu interpretiert haben. Ich würde heute auch sagen, kosmopolitischer Liberalismus. Und ich freue mich, dass das hier eigentlich ja auch ähnlich ist, wie was der Josef hier veranstaltet hat. Das zeigt, dass da dass das plausible, glaube ich, Vorstellungen sind, dass unterschiedliche Traditionen in Spannung zueinander stehen und dass wir sie miteinander und im Lichte der jeweils anderen betrachten, aber eben auch als eigene Tradition verstehen müssen. Ich will, damit das Ganze ein bisschen relevant ist, auch kurz darüber sprechen, wie ich mir die Gesamtidee, wie verhalten wir uns als Liberale zur Demokratie heute, vorstelle. Wir stehen unter Druck.
Es ist relevant, dass wir wieder über diese Tradition, über die politische Tradition reden. Wir haben in Deutschland lange nicht über die Tradition geredet. Ja, wir haben hauptsächlich die wirtschaftsliberale Tradition geprägt, so ein bisschen noch die rechtsstaatliche. Das hat man dann zusammengetan, gesagt, Rechtsstaat und Sozialstaat, das sind ungefähr die gleichen Leute, die das machen. Fortschritt war überhaupt kein Thema. Als ich anfing in der Bundesgeschäftsstelle, haben mich alle gerade gesagt, Fortschritt ist so ein totes Thema. Das wollen wir gar nicht besprechen. Das haben die Sozialdemokraten angeblich besetzt gehabt. Das ist nicht alles Quatsch. Ich bin froh, dass wir die progressive Tradition wieder rausgearbeitet haben. Und auch diese Tradition, also der Blick sozusagen auf Europa hinter dem nationalen Staat, die war natürlich lange tot. Insofern glaube ich, uns gelingt bei der FDP jetzt eine Wiederbelebung mit all diesen Traditionen. Und insbesondere hier sind wir aber allerdings am langsamsten. Es gibt wenig demokratiepolitische Akteure bei der FDP, das bedauere ich sehr. Ich werbe für liberale Demokratiepolitik, vor allem eben natürlich, weil liberale Demokratie unter Druck ist und weil wir eine liberale Agenda der Modernisierung brauchen, unserer Demokratien. Die ist natürlich in Deutschland ein bisschen eine andere als hier in Österreich und wiederum andere als in anderen Ländern der Europäischen Union und nachher natürlich auch eine gemeinsame, denn wir müssen natürlich auch die Frage der Demokratie in Europa besprechen und klären und anders beantworten, befriedigender beantworten, als wir sie bislang beantworten. Für Deutschland gilt, dass wir einen Vertrauensverlust haben in die Leistungsfähigkeit sozusagen der Demokratie und ich glaube, es liegt an uns auch wieder deutlich zu machen, dieser Vertrauensverlust zum Teil unberechtigt und zum Teil gibt es aber tatsächlich Modernisierungsbedarf und wie dieser Modernisierungsbedarf dann aussehen kann, welches Leitbild wir haben für eine demokratiepolitische Agenda, das möchte ich im Folgenden so abschichten. Erstmal über Herausforderungen der liberalen Demokratie reden, dann über Leitbilder und Prinzipien der liberalen Demokratie, da auch ideengeschichtlich ein bisschen schauen, ja, warum ist Liberalismus und Demokratie nicht das Gleiche, aber wie hängen sie vielleicht doch zusammen, in welchem Spannungsverhältnis steht die demokratische Idee zur liberalen Idee und dann Prioritäten einer demokratiepolitischen Agenda, wobei da habe ich hauptsächlich auch mitgebracht, worüber wir in Deutschland gerade reden, zum Teil auch detailliert. Ich schlage vor, wir schauen, wie wir in der Zeit liegen und wie tief wir dann da reingehen oder ob wir da quasi im Skizzenhaften bleiben. Das Ganze soll ja auch gut demokratisch nachher in den Dialog münden und ich bin gespannt, was ihr für Fragen und für Erwartungen an demokratiepolitischen Agenden habt, weil ich glaube, dass wir als Europäer natürlich mal zusammenfinden müssen, gerade als liberale Europäer ein gutes Vorbild dafür geben müssen, dass wir die liberale Demokratie neu erfinden fürs 21. Jahrhundert unter Bedingungen von Digitalisierung, aber auch unter den Bedingungen einer europäischen Organisation. Ja, wie sieht eine europäische Vision aus, die auch demokratisch ist, ja, die das Versprechen auf Selbstbestimmung, auf Selbstwirksamkeit einlösen kann? Und da haben wir viel zu tun und da ist viel ungeklärt. Ich skizziere am Anfang, ist alles furchtbar textlastig, liegt daran, dass ich eben zurzeit viel Textarbeit und Verständnisarbeit leiste. Das auch als Wissenschaftler tue. Und also lasse sich nicht abschrecken, das sind Ressourcen sozusagen. Also Sie können mir einfach zuhören oder sich orientieren daran. Sie kommen mit beiden weiter, glaube ich. Es zeigt einmal, dass wir innerhalb des oder die liberale Demokratie von innen und von außen gefährdet. Von außen stellt sich die Frage ganz groß sozusagen, wie sieht die neue Weltordnung aus? Trump nimmt oder sieht so aus, als wolle er Abschied nehmen von der alten Weltordnung mit Amerika als einer Supermacht, letztlich eine Art westfälischen Frieden in der europäischen Tradition weltweit gewährleistet. Wir sehen, dass von außen auch der Populismus auf uns zukommt, zum Teil in unseren Ländern auch schon angekommen ist. Ich unterscheide zwischen dem autoritären und dem völkischen Populismus. Es gibt den religiösen Extremismus, sie alle greifen den informellen Grundkonsens liberaler Demokratien an. Und das ist, dass wir dialogfähig sind, dass wir einander zuhören, dass wir voneinander was zu lernen haben, dass wir uns um Wahrhaftigkeit bemühen, dass wir uns um Sachlichkeit, um Relevanz in der Sache bemühen und dass wir beim anderen voraussetzen, dass wir
uns gemeinsam um Verständigung bemühen. Und alles das ist etwas, was wir bei denen, die uns angreifen von den Rändern, die Populisten, auch die religiösen Extremisten, eben nicht erwarten können. Es gibt schon seit einiger Zeit einen Vertrauensverlust und Erwartungsdruck, der mit der Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der repräsentativen Demokratie zusammenhängt. Ich glaube, das ist in Österreich noch ein Stück dramatischer als in Deutschland, aber in Deutschland erodiert das Vertrauen auch seit den 90er Jahren, dass die repräsentative Demokratie reformfähig ist, dass sie Output hat, dass sie leisten kann, dass sie effektiv Probleme löst. Ganz wichtiger Aspekt für die Zufriedenheit mit Demokratien ist eben, können sie Probleme lösen. Ja? Man denkt häufig, und Piraten zum Beispiel denken das natürlich auch, dass Demokratie hauptsächlich dann auf Zufriedenheit stößt, wenn der Input stimmt, wenn wir also die Beteiligung der Leute gut organisieren. Und dann ist der Output nachher gar nicht so wichtig, Hauptsache alle sind beteiligt. Das stimmt nicht. Für Liberale müssen beide Seiten, der Input und der Output, stimmen, also die Beteiligung und die Problemlösung. Und die Frage ist eben dann, wie organisiere ich den Input, sodass er zum guten Output wird, zur Problemlösung. Und das sind dann die Fragen eben, für die es Organisationsentwicklung braucht, für die man ein Verständnis braucht, wie demokratische Verfahren funktionieren, welche demokratischen Verfahren sinnvoll sind. Und das ist dann alles nachher Gegenstand liberaler Ordnungspolitik, also der Regulierung sozusagen demokratischer Prozesse. Dann gibt es bestimmte Megatrends, die uns natürlich die auch die Erwartungen an Demokratie verändern. Einerseits der demografische Wandel, aber auch die Digitalisierung, da komme ich noch ein bisschen, werde ich noch ein bisschen verstärkt darauf eingehen gleich. Menschen erwarten einfach, die jeden Tag bei Facebook so und so viele Dinge liken können, die wollen einfach auch gefragt werden, auch politisch gefragt werden, die trauen sich auch ein politisches Urteil stärker zu, die werden vielleicht jetzt auch wieder stärker politisiert und es besteht die Erwartung, besser beteiligt zu werden, auch neue Formen jenseits der traditionellen Parteiendemokratie zu finden, Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie, Formen des bürgerschaftlichen Engagements, auch neue Formen von politischen Interventionen, die da möglich und relevant sein sollen. Also ein Formenwandel und ein Anspruch an neue Foren demokratischer Politik, den wir da beobachten. Dann gibt es auch den falsch verstandenen Liberalismus, der sagt, also Politik ist mal gar nicht so wichtig, die Wirtschaft ist viel wichtiger, halte ich also einfach für falsch, da kann man gerne drüber diskutieren. Die soziale Frage ist, glaube ich, ganz entscheidend auch für Liberale und ich sage es auch meiner Partei, weil wir da häufig das Gefühl haben, das überlassen wir den Sozialdemokraten. Ich glaube, wenn wir keine liberale Antwort finden auf die soziale Frage, auf die Frage, ob jeder eine Chance hat, sein Leben, sein eigenes Leben zu leben, selbstwirksam zu leben und das eben auch mit den materiellen Voraussetzungen versorgt zu sein sozusagen oder die gewährleistet zu kriegen, mit denen das erst möglich wird. Ich glaube, dann koppeln wir uns ab auch vom Gerechtigkeitsverständnis der Gesellschaft. Wir müssen über die soziale Frage und über den Sozialvertrag reden, auch weil wir weil viele Leute den Eindruck haben, der Sozialvertrag werde verletzt. Ja, wer anständig arbeitet, wer hart arbeitet, der bringt es eben heutzutage nicht mehr automatisch irgendwie zu was, sondern der ist auch von Abstiegsängsten bedroht und das unterminiert das Vertrauen in die Demokratie als eine Form der politischen Selbstbestimmung der Gleichen, der an Rechten Gleichen, aber auch der in dem gleichen Projekt einer Verbesserung der eigenen Gesellschaft engagierten Bürger. Wir können uns einordnen in die Gegenwart der liberalen Demokratiegeschichte. Es gibt den politischen Liberalismus mindestens natürlich seit dem Vormärz, wo in Deutschland Nationen, Rechtsstaat, Parlamentarismus zum ersten Mal entworfen und dann auch praktisch ausprobiert worden sind, wo sozusagen eine Art moderne repräsentative Demokratie ausprobiert wurde. Das Grundgesetz der Bundesrepublik gehört dazu, es ist eins, auf die wir sehr stolz sind. Wir sind als Liberale Verfassungspatrioten und auch die deutsche Einheit hat natürlich in der Geschichte unserer Demokratie tiefe Spuren hinterlassen. Die weltweite Lage liberaler Demokratie habe ich vorher schon mal angesprochen, will ich jetzt nicht vertiefen. Ich glaube, wenn wir über den Modernisierungsbedarf der liberalen Demokratie angesichts der Herausforderungen reden, dann ist ganz wichtig, dass wir nicht hysterisch sind, auch nicht
voller Illusionen, also hysterisch nach dem Motto, jetzt die Demokratie geht den Bach runter. Sie ist sozusagen eigentlich schon kurz vorm Kollaps, aber auch nicht, dass wir das Gefühl haben, die Demokratie könne nun durch neue digitale Medien, also eine nie dagewesene Form von Beteiligung erreichen, also irgendwie, dass wir da Illusionen pflegen, sondern wir sollten selbstbewusst die Leistungsfähigkeit der liberalen Demokratie, aber auch ihre Voraussetzungen thematisieren mit Vernunft, wie es Liberalen gut ansteht, und dann eben die Chancen der Modernisierung von liberalen Demokratien beschreiben. Ich highlighte jetzt einige, ich sage mal auch populäre, vielleicht Erwartungen oder Entwicklungen. Das eine ist in Stuttgart, meiner Heimatstadt natürlich, Sie haben das mitgekriegt, etwas, was die gesamte Republik bei uns bewegt hat, die Auseinandersetzung über ein Infrastrukturprojekt Stuttgart 21. Schluss jetzt, wir stoppen Stuttgart 21, dann eine politische Mediation von Heiner Geißler. Ich habe ja die politische Mediation am Flughafen Frankfurt gemacht, nachdem ich in Stuttgart in den 90er Jahren nicht damit durchgekommen bin, als Juli-Vorsitzender, haben wir damals der Michael und ich uns dafür eingesetzt, dass wir eine Mediation vorziehen, Mitte der 90er Jahre. Der Oberbürgermeister hat es damals abgelehnt und hat gesagt, naja, also man schaut sich ja an, was die Leute ins Gästebuch schreiben, wo die Pläne im Rathaus ausliegen, und das sei ja Bürgerbeteiligung genug. Kann man nur sagen, da hast du geerntet später, was du gesät hast. Und Geißler hat damals behauptet und gesagt, das sei das Ende der Basta-Politik, also die selbstherrliche Repräsentanten, die quasi sagen, basta, es ist entschieden, eine auf Verständigung angelegte Demokratie, wo der Wutbürger sozusagen gar nicht erst in Wut kommt, sondern wo der Mutbürger gefragt ist und früh beteiligt wird und sich einsetzt. Also ein Wandel an Erwartungen, der damit markiert ist an die Demokratie. Die Politik hat reagiert, sie will mehr Beteiligung wagen. Ich sage gleich was zu diesem unsäglichen Wort von mehr Demokratie wagen. Ist ja sehr populär, aber hier sehen wir die Staatsrätin Gisela Erler, die ist zuständig für Bürgerbeteiligung, die ist grün, und die hat jetzt eine Politik des Zuhörens ausgerufen. Ich finde eine dermaßen paternalistische Art, eine Politik des Zuhörens, also die Politik hört zu und entscheidet dann meistens anders, und tatsächlich auch nachgewiesen, also ich halte es für inkonsequente Verarsche, ehrlich gesagt, was da passiert in Baden-Württemberg, aber die ganze Vorstellung, wer schon mehr Beteiligung wagen will, wer mehr Demokratie wagen will, der glaubt, dass Demokratie ein Wagnis ist. Ja, und ich glaube, nicht mehr Demokratie, sondern weniger Demokratie ist das Wagnis. Warum, ergibt sich im Laufe meines Arguments. Und ich finde, dass wir uns auch nicht fragen sollten, ob wir mehr Demokratie machen, sondern wir sollten fragen, wie machen wir Demokratie besser? Denn die qualitative Frage kommt vor der quantitativen Frage. Wenn wir lernen, Demokratie zu organisieren, also den Input zum Output zu organisieren, wie machen wir die Beteiligung nachher, wie mündet die in echte Problemlösungen, die akzeptiert sind, die gut sind, die in der Sache wirksam sind, dann müssen wir uns in erster Linie um qualitative Fragen kümmern, nicht um ein quantitatives Mehr an Beteiligung. Also ich finde, da herrschen so ein paar komische Vorstellungen in Deutschland, wo wir noch lange nicht fertig sind. Hier hört also Frau Erler zu. Es gibt neue Formen, die Vielfalt bürgerschaftlicher Beteiligungsmöglichkeiten. Hier sind mal völlig unstrukturiert und ahnungslos bestimmte Formen aufgelistet worden, aber fair enough. Also das ist ein State, der Stand der Diskussion, Mitarbeit in Parteien und Gesprächen. Beteiligung an Informations- und Diskussionsveranstaltungen, Unterschriften sammeln, Bürgerinitiativen, Kontakte mit der Verwaltung, Bürgerhaushalte, Proteste. Also da könnte man nun wirklich viel mehr dazu sagen, gibt noch viel mehr Formen politischer Beteiligung. Das ist relativ zufällig hier. Mich wundert, dass hier nicht irgendwie der runde Tisch vorkommt. Der kommt bei allen Leuten, die sagen, wir brauchen mehr Beteiligung, fällt ihnen der runde Tisch ein. Das sagen sie dann. Und es ist alles unstrukturiert, gut gemeint. Ich schlage nachher eine Strukturierung vor. Entscheidend ist das passende Werkzeug. Instrumente der Bürgerbeteiligung gibt es immer mehr. Und wir müssen uns eben überlegen, ja, wie verhält sich eigentlich Bürgerbeteiligung zur parlamentarischen Demokratie, zur repräsentativen Demokratie? Was unterscheidet Bürgerbeteiligung von direkter Demokratie?
Beides wird häufig durcheinander geworfen. Direkte Demokratie ist was anderes, dazu sage ich dann später mehr. Was ich hiermit zeigen will, ist, dass in der Folge der Erwartungen es auch eine Fülle eben an neuen Formen und Foren gibt der Beteiligung. Und dieses Durcheinander braucht dann liberale Ordnungspolitik. Ja, eine Vorstellung davon, wie, wann, wo, welche Beteiligung passt. Ja, was wir von Beteiligung überhaupt erwarten können im politischen Prozess. Und da will ich nachher ein paar Antworten geben. Megatrends. Ich habe schon gesagt, die liberale Demokratie ist unter Druck. Ich habe hier die Mikroebene des Einzelnen, wir haben die Mesoebene der Zivilgesellschaft, wir haben die Makroebene des Staates. Die alle gehören in der liberalen Demokratie. Das sind drei Ebenen, auf denen Demokratie stattfindet. Ja, beim Bürger, beim Citoyen, beim Einzelnen, bei den Assoziationen, die er bildet, zivilgesellschaftlich, die Vereine, Verbände, die Parteien, aber dann natürlich auch die Institutionen des Staates, die alle ergeben zusammen sozusagen die Praxis der Demokratie. Und da haben wir die Globalisierung, die verändert natürlich Erwartungen, die bringt die Welt nach Hause. Auch die Europäisierung verändert Entscheidungsprozesse, verlagert, wer wo über was entscheidet. Das heißt, da gibt es sozusagen Transnationalisierungsprozesse. Dann gibt es eine steigende Ungleichheit, zumindest die Wahrnehmung einer steigenden Ungleichheit, nicht nur in Gesellschaften, sondern natürlich auch zwischen verschiedenen Nationen und Staaten. Dann gibt es den Klimawandel, der bei manchen das Gefühl gibt, die Demokratie werde mit solchen grundlegenden großen Fragen nicht fertig und es sei dann auch die Zeit, wo man auch mal diktatorisch sozusagen Grenzen ziehen müsse. Der Klimawandel, der unsere Vorstellung von Demokratie mit beeinflusst, natürlich die Digitalisierung, neue Formen, nicht nur der Beteiligung, sondern auch der Manipulation, wie wir jetzt lernen mit der Digitalisierung. Dann der demografische Wandel. Natürlich gibt es durch die Veränderung des Altersbaumes, der Altersstruktur, auch mehr Leute, die hinten raus wieder Zeit haben, sich zu engagieren, die sie nach der Arbeit im sogenannten Ruhestand sind, dann aber eigentlich auch wieder Zeit haben, sich einzubringen. In der Tat merken wir zum Beispiel, dass die Wutbürger, die wir in Deutschland haben, dass das eben auch die Generation hier 60 plus ist, die sich da besonders stark einbringt. Das verändert natürlich auch die Erwartungen an Demokratie, setzt Demokratie unter Druck. Wir haben die Urbanisierung, die Verstädterung, Metropolregionen entstehen, werden wichtiger. Es findet eine Art auch Regionalisierung der Politik statt, jenseits des Nationalstaates. Und wir haben die Frage des ökologischen Gleichgewichts und der Balance. Wir haben den Fußabdruck, natürlich hier den ökologischen Fußabdruck, der nicht in Ordnung ist. Und wir haben Religionskämpfe. So alles das sind Megatrends, die die Selbstverständlichkeiten einer, ich sag mal, behaglich eingerichteten, bei uns damals die Bonner Republik, ja, die in Frage stellt, die testet. Das ist ein Stresstest für die Demokratie, diese Megatrends. Da kommen neue Risiken und das hat einer schon immer gesagt, das ist der Soziologe Ulrich Beck, der immer schon von der Risikogesellschaft gesprochen hat und der gesagt hat, ja, wir teilen neuartige Risiken über alle Grenzen hinweg. Wir müssen, wenn wir sie lösen wollen, eben nicht mehr nur kooperieren im Dorf und in der Nation, sondern eben über alle Grenzen hinweg. Und das braucht natürlich dann auch andere Entscheidungsprozesse und bedroht uns auch. Also die Vorstellung, dass mal alles Fortschritt ist, dass in der Demokratie mal alles besser wird, ist in Frage gestellt mit dieser Wahrnehmung der Risikogesellschaft. Und er weist hin auf die Konsequenzen sozusagen unverantwortlichen Handelns und weist darauf hin, dass es natürlich dann auch zu Migrationsbewegungen kommt, weltweit. Und es ist für uns Liberale eben, wenn wir weltweit auch schauen, schon eine Frage, können wir nicht überall Ordnungen der Freiheit etablieren, damit es Leuten gut geht, damit sie Lebenschancen haben, damit sie da bleiben. Ist denn die Demokratie nur ein westliches Projekt oder ist sie ein globales, allgemeines Projekt, wo alle Menschen eigentlich auch Demokraten sein können oder eine Form von Demokratie haben? Das sind
alles Fragen, die habe ich jetzt, alles Stress, ein Stresstest sozusagen für uns, für unsere Vorstellung von Demokratie. Und ich glaube, eine Grundfrage ist, wie kann die liberale Demokratie zum Treiber von Lebenschancen werden? Ich hatte das hier vorher schon mal kurz skizziert. Die liberale Demokratie ist eben auch eine national organisiert, fundamental national organisiert. Unsere Vorstellung von Demokratie braucht einen, gibt ein Volk, das lebt in einem bestimmten Staatsgebiet und die werden dann dort repräsentiert. Ein Demos, der manchmal auch ein Ethnos ist oder meistens erstmal ein Ethnos zur Grundlage hat. Und wichtig ist, glaube ich, wenn wir über die Frage reden wollen, wie organisieren wir Beteiligung und Problemlösung, da müssen wir uns klar machen, eben, dass das alles, dass Demokratie auf allen Ebenen auch als Kontinuum stattfindet, dass wir Bürger brauchen, die mitmachen, dass wir eine starke Zivilgesellschaft brauchen, dass wir staatliche Institutionen brauchen und dass das alles voneinander immer abhängt und die gesamte Praxis von Beteiligung letztlich eine ist, die sich über alle diese Ebenen zieht. Und wir reden häufig über das, was der Staat machen soll und was er falsch macht. Wir reden häufig auch darüber, was der einzelne Bürger zu erwarten hat. Wir reden weniger oder finde ich zu wenig über zivilgesellschaftliche Potenziale, über die Öffentlichkeit, die auch politisch ist, die auch demokratisch ist, über Parteien und Vereinigungen. Hier haben wir den Privatbürger, den Bürger, der sich engagiert, ist der Citoyen. Wir haben Staatsmänner, Staatsfrauen. Es gibt unterschiedliche Rollen in der Demokratie. Ich glaube, hier geht es um Selbstbestimmung, hier geht es um Mitbestimmung, da geht es um Fremdbestimmung, da komme ich gleich nochmal drauf. Das heißt, wir müssen, wenn wir über Demokratie reden, auch immer sagen, über welchen Ort von Demokratie reden wir gerade. Wo meinen wir, dass wir etwas ändern müssen? Und wir müssen mal dabei belassen. Wenn wir diese Herausforderungen, mit denen ich sie jetzt hoffentlich auch alle ein bisschen mal ratlos gemacht habe oder vielleicht sogar überfordert habe, weil das eine gute Voraussetzung dafür ist, dass wir sagen, jetzt ordnen wir mal, was sind denn liberale Gewissheiten, was sind denn, wie stellen wir uns als Liberale eigentlich Demokratie vor, dann ist es das, was ich jetzt besprechen will, Leitbilder und Prinzipien der liberalen Demokratie. Was ist Demokratie eigentlich aus liberaler Sicht? Jetzt habe ich mal ein paar typische Vorstellungen mitgebracht, die sich unter Liberalen auch finden. Manchmal finde ich zu Unrecht, weil es nicht wirklich was mit Liberalismus zu tun hat. Aber es sind eben Vorstellungen über das, was Demokratie ist. Zum Beispiel, wenn alle Macht vom Volke ausgeht, was immer das heißen soll, ja? Wenn alle Macht vom Souverän ausgeht, und dann möglicherweise nie zurückkommt. Also, aber die Macht liegt erstmal beim Volk und wird dann abgegeben, das ist eine Vorstellung. Demokratie ist, wenn die Mehrheit entscheidet, sehr beliebte Vorstellung, dass Demokratie hauptsächlich die Mehrheitsentscheidung auf Kosten der Minderheit ist. Und dass Demokratie eigentlich Entscheidung ist. Da gibt es immer Gewinner und Verlierer. Und als Liberale sind wir dann skeptisch gegenüber so einer Demokratie, weil wir finden, die Minderheiten haben ja auch Rechte und die Mehrheit liegt meistens falsch, ist ja auch illiberal die Mehrheit. Und dann sind wir Demokratiefeinde, dann sind wir sehr skeptisch, was Demokratie angeht, weil wir sie reduzieren auf diesen Mechanismus, die Mehrheit entscheidet. Demokratie ist natürlich sehr viel mehr als die Mehrheitsentscheidung. Demokratie ist, sagen manche, wenn alle wählen dürfen oder wenn alle mitreden können, ja, die Piraten, Hauptsache mitgemacht, ja, wichtig ist, dass jeder mal gehört ist, dass jeder eine Stimme hat. Das ist die Vorstellung einer partizipativen Demokratie, Theorie auch, wo alles von allen immer entschieden werden muss, wo man möglichst viel dezentral und bei den Leuten entscheiden müssen. Hauptsache, die werden immer gefragt und die sind dann auch so ein bisschen im Dauerstress der Beteiligung. Aber wichtig ist, dass sie alle mitreden können. Dass sie mitentscheiden können, ist dann schon eine andere Vorstellung. Ja, also mitreden können, gehört werden, ist eine andere Vorstellung. Also wenn ich sage, die haben auch alle eine Stimme, wenn es zur Entscheidung kommt. Ja, Leute, die direkte Demokratie vertreten, sagen natürlich, alle müssen entscheiden können. Das Entscheidende an der Demokratie ist die Entscheidung und nicht das Gerede davor. Ja.
Demokratie ist, und jetzt kommen wir in liberale, oder finde ich, in fruchtbare liberale Gefilde, ist, wo Selbstbestimmung alle Teile des Lebens prägt, wo wir quasi von der Selbstbestimmung des Einzelnen her denken. Ja, und ich glaube, das ist das, was ich stark machen will, jetzt im folgenden: Demokratie ist die Selbstregierung der Bürger durch Bürger und für Bürger. Das ist eine republikanische Vorstellung, geht zurück natürlich auf Abraham Lincoln. Und da komme ich drauf nochmal zurück. Aber was ich sagen will, es gibt unterschiedliche Vorstellungen von dem, was Demokratie ist, und es sind immer ein Körnchen Wahrheit dabei, aber es ist nicht immer alles fruchtbar für Liberale. Die Demokratie ist im steten Wandel. Wenn wir historisch schauen, wir häufig irgendwie nach Athen und sagen, Mensch, damals, da kann man davon lernen. Zwar die athenische Polis natürlich, also ein Ausnahmefall weniger männlicher Bürger, die auf Kosten der großen nicht bestimmten Minderheit eine Art von Demokratie gepflegt haben, die auch bis heute spannende Innovationen hatte. Die hatten ja zum Beispiel auch Losverfahren und so, das wird ja heute wieder diskutiert. Ja, also die athenische Polis ist so als Urbild der Demokratie und als Vorbild, wenn wir auf die Town Hall-Demokratie im Osten der Vereinigten Staaten schauen, irgendwie so ein, also was ganz Spezielles, was ganz Edles, was ganz Besonderes. Und häufig versucht man ja Demokratie dann auch zurückzuführen und sagen, wie haben es eigentlich die Griechen gemacht? Wir müssen natürlich ehrlich eingestehen, es gibt eine andere Form von Demokratie, die uns wesentlich näher ist als die athenische Polis. Das ist die Demokratie, in der wir im Prinzip leben, die repräsentative parteiparlamentarische Massendemokratie in Flächenländern. Ja, was meine ich damit? Also athenische Polis, schön und gut, wenn es ein paar hundert Leute sind, aber wenn es ein paar Millionen sind, dann muss man eben Demokratie anders organisieren. Dann organisiert sie sich natürlich repräsentativ. Und dann ist sie nicht mehr nur irgendwie ein Stadtstaat, dann ist sie eben auch ein Land, eine Nation. Denken wir an Frankreich 1789 oder so, wo man dann versucht, sowas zu erfinden, oder in Deutschland 1848, wo man dann experimentiert mit Parlamenten und mit Parteien, die in Parlamenten eine Rolle spielen. Demokratie 3.0, das ist jetzt so die letzten 10 Jahre oder eigentlich seit Mitte der 90er Jahre schon, also 20 Jahre, diskutiert man so, Mensch, wir leben doch jetzt in einer Wissensgesellschaft, das ist auch noch digitalisiert, also in der Wissensgesellschaft, das Wissen dezentral verstreut, dann müssen wir doch alle auch irgendwie dran beteiligen, damit wir die besten Lösungen finden, und dann haben wir so eine dezentrale, problemorientierte Demokratie der digitalisierten Wissensgesellschaft, die wir uns vorstellen, das ist so eine ganz aktive, wissensgesteuerte, von gutem Willen und so gesteuerte Demokratie. Und jetzt merken wir auch, wie Europa eben nicht gut läuft, oder dass eigentlich schon die nächste Frage ansteht, wie organisieren wir eine Demokratie, die europäisch ist. Also eigentlich ja auch, braucht man nicht irgendwie eine Form von demokratischer Weltordnung. Also was heißt denn, ja, kann man die UN demokratisieren irgendwie, oder lebt die da von diesen Machtungleichgewichten? Wie sieht Demokratie eigentlich aus jenseits der nationalen Container, die wir gewohnt sind? Das sind zwei Fronten hier, die zwei der Redner, oder die inspirieren viele Ideen für eine bessere Demokratie. Im Prinzip leben wir natürlich nach wie vor im großen Strich in der Demokratie 2.0. Der Liberalismus und sein Verhältnis zur Demokratie lässt sich, gibt es unterschiedliche Demokratietheorien, die da was Unterschiedliches anbieten. Und die Vorstellungen finden sich auch wieder bei liberalen Politikern, was Demokratie im Kern eigentlich sei. Ja, also für manche ist es eben die Parteien- und Massendemokratie, auch der Verzicht darauf, überhaupt zu sagen, komm, wir kümmern uns um kleine Reformen, denn es ist gar nicht möglich und gar nicht nötig. Wichtig ist, dass ein paar Leute dieses Geschäft besorgen. Klar, die müssen legitimiert sein durch Parteien und durch Wahlen. Aber die repräsentative Demokratie hat gerade auch bei der FDP in Deutschland ganz starke Verfechter. Die sagen, die repräsentative Demokratie ist die beste Demokratie, die wir je hatten. Und Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie sind wir schon sehr skeptisch, weil da dann Machtungleichgewichte reinkommen. Wer wird beteiligt? Wann wird beteiligt? Und so ist dann alles zufällig, ja, und es ist nicht mehr klar geordnet, wie man das sonst machen kann.
Es gibt eine Vorstellung auch, die bei der FDP weit verbreitet ist, war, muss man sagen, hoffentlich, die sagt, die Demokratie ist eigentlich der Kampf der Interessen. Demokratie ist, wenn jeder nach seinen eigenen Interessen schaut, und wenn jeder nach seinen eigenen Interessen schaut, dann ist am Ende nach allen Interessen geschaut. Und dann ist Demokratie sozusagen ein Kampf um Anteile, und der läuft natürlich dann fair ab. Und wenn jeder seine Interessen fair vertreten kann, dann kommt eben im Kampf, im Wettbewerb, kommt dann schon was Faires und Gutes dabei raus. Das ist auch eine Demokratie, die kein Problem damit hat, zu sagen, wir sind eben eine Klientelpartei und wir treten für Klientel an, für Sonderinteressen. Die Sozialdemokraten kümmern sich um das, wir kümmern uns um das, und wenn am Ende alle irgendwie organisiert sind, dann entsteht was Gerechtes. Sie merken an meiner Skepsis, ich finde das keine kluge Vorstellung von Demokratie als reiner Kampf der Interessen. Es gibt welche, die sagen, die Demokratie sei eine Lebensform, die partizipative Demokratie. Das sind die, die überall beteiligen wollen, die also sagen, wir, Demokratie liegt in der Beteiligung, wir müssen überall Demokratie üben, wir brauchen mehr Demokratie, bis in jeden Winkel brauchen wir Demokratie, die Schule muss demokratisch sein, der Betrieb muss demokratisch sein, der Kindergarten muss demokratisch sein. So, die haben die Vorstellung, dass Demokratie sozusagen an jeder Ecke und Ende eingeübt werden muss. Die interessieren sich eigentlich nicht so sehr dann nachher für die Ergebnisse dieser steten Demokratie. Die deliberative Demokratie, Habermas und solche Freunde, die sagen, Demokratie ist ein Gespräch und wichtig ist, dass wir uns unterhalten, dass wir Argumente wiegen, dass wir der zwanglose Zwang des besseren Arguments herrscht. Die verkennen, meine ich, dass Demokratie natürlich mehr ist als irgendwie nur ein Gespräch. Es sind eben auch immer Machtfragen, und das Gespräch bezieht sich auch immer auf irgendwelche Probleme, die gelöst werden sollen. Mir ist das Leitbild der kollaborativen Demokratie viel näher, Politik als Problemlösung. Ja, wenn Regierungen Probleme lösen müssen und da was leisten müssen, glaube ich, dann kommt man da sehr viel weiter mit diesen Vorstellungen. Und am Ende glaube ich, dass wir eigentlich eine liberale Demokratie eine republikanische Demokratie ist. Das ist jetzt gar nicht so einfach, wenn ich das in Österreich sage, weil sie viel stärker sich als Republik definieren, als wir in der Bundesrepublik Deutschland. Da ist der Begriff der Republik völlig inhaltsleer. Der Unterschied zwischen einer Republik und einer herkömmlichen Demokratie ist, die Republik ist auch Demokratie, aber sie ist mehr als das. Sie ist eine Demokratie, die sich am Allgemeinwohl orientiert und die natürlich auch verschiedene Rollen kennt, nämlich auch repräsentative Rollen. Und das heißt, die ist eine abgemilderte, sozusagen durch das Gemeinwohl, durch die Orientierung am Gemeinwohl, abgefederte Demokratie. Und auch eine, die den Rechtsstaat hat, die Rechte kennt, die eine Demokratie ohne Rechtsstaat gar nicht denkbar findet. Das ist was anderes als die pluralistische Demokratie. Ja, hier kämpfen alle für sich, hier hat man den Blick aufs Gemeinwohl. Sie haben eine Frage. Die Frage war, in der Bundesrepublik oder in Deutschland ist der Begriff der Republik leer. Was meine ich damit? Der Begriff wird von niemandem benutzt und niemand weiß, was sich dahinter verbirgt. Und die Bundesrepublik selber, von der redet auch keiner mehr. Die Bundesrepublik war eine Idee bis 1990, und dann ist die DDR zugrunde gegangen. Danach reden wir von Deutschland und eigentlich nicht mehr von der Republik. Es ist der FDP zu verdanken, dass der Begriff der Republik überhaupt wieder eine kleine Renaissance hat, weil wir einerseits in unserem neuen Leitbild von der Chancenrepublik reden. Wir hatten letztes Jahr einen beachteten Parteitag zur sogenannten Beta-Republik, also zu einer digitalen Republik, die ausprobiert, die im Versuchsstadium ist. Beta heißt ja Versuchsstadium bei Leuten, die Software entwickeln. Und wir haben gesagt, wir wollen eine Republik, die an sich arbeitet, die am Fortschritt arbeitet, die Spaß hat am Experiment, die nach Innovation sucht, nach Neuem, nach Fortschritt. Dann haben viele Leute auf Beta geschaut, aber nicht auf Republik. Republik ist eigentlich, glaube ich, auch was, was wir, können wir nachher verstärkter diskutieren, was eigentlich eine gute Antwort ist von Liberalen auch auf Populisten. Ja, das sind
häufig keine Republikaner. Gut, nicht jede Form von Demokratie ist liberal, aber Politik in und durch Freiheit ist nur in und durch Demokratie möglich. Also nicht alle Demokraten sind Liberale, aber ich glaube, alle Liberale sind eigentlich Demokraten. Mit Ansprüchen, mit einer bestimmten Vorstellung, mit einer anspruchsvollen republikanischen Vorstellung, was Demokratie ist. Es gibt einen schönen Text von Philosophen Volker Gerhardt, der sagt, und dann geht er sozusagen ins Herz der liberalen Vorstellung, wenn das Prinzip des individuellen Handelns die Selbstbestimmung des Einzelnen ist, dann ist das politische Handeln ganz und gar auf Mitbestimmung gegründet. Aus der von der Selbstbestimmung her gedachten Mitbestimmung erwächst und besteht Politik. Also der sagt, ja, wer für die Selbstbestimmung des Einzelnen ist und zugibt, dass der Einzelne nicht einzeln lebt, sondern mit anderen Einzelnen, die sich auch alle selbst bestimmen wollen, der muss ja notwendig sagen, dann heißt Selbstbestimmung eben auch Mitbestimmung. Ja, dann heißt Selbstbestimmung nicht nur, jeder Einzelne bestimmt sich selber und irgendjemand anders bestimmt dann über uns alle, sondern dann heißt Selbstbestimmung eben auch, ich bestimme mit, was unsere gemeinsamen Geschicke angeht, was unsere gemeinsamen Probleme angeht. Es ist eben dann der Auftrag sozusagen, jenseits der repräsentativen Fremdbestimmung, auch nach der Optimierung der Mitbestimmung zu schauen. Ja, und zu sagen, Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie sind auch Formen von, wo Selbstbestimmung drinsteckt und sind sozusagen ein liberaler Auftrag. Und damit wird zwischen denen, die sagen, ja, die liberale Demokratie kann nur repräsentativ sein, denen antwortet Volker Gerhardt und nicht mit ihm, sagen, nein, stimmt nicht, es gibt andere Formen der Mitbestimmung, die der Selbstbestimmung entsprechen oder aus ihr hervorgehen. Die liberale Demokratie verschränkt individuelle Selbstbestimmung, gemeinschaftliche Mitbestimmung und repräsentative Fremdbestimmung. Ja, wir haben sagen drei verschiedene Formen, in denen wir das denken können und da etwas in Harmonie bringen müssen für liberale Demokratie. Ich habe es hier mal nochmal so gesagt, als Prinzip der Demokratiepolitik die Maximierung der Selbstbestimmung, also als Liberale eben auch Individualisten, aber die Optimierung der Mitbestimmung, also dass wir uns kümmern um die Frage, ja, was heißt Mitbestimmung in Parteien, was heißt es in Verbänden, auch in Betrieben, was heißt Bürgerbeteiligung, dafür sollten wir uns interessieren, was heißt auch direkte Demokratie. Wir sind nicht von vornherein gegen direkte Demokratie, sondern nicht unbedingt gleich dafür, ja, Stichwort Mehrheitsentscheidung auf Kosten der Minderheitsentscheidung, aber wir haben Ansprüche daran, an die politische Beteiligung jenseits von der legitimierten Fremdbestimmung der Repräsentanten. Der legitimierten, muss man sagen, auch temporären Fremdbestimmung. Ja, wir geben unsere Stimme ab. Die Repräsentanten sitzen im Parlament, sind nur dem eigenen Gewissen verpflichtet. Natürlich auch im Blick auf die Wiederwahl, aber im Prinzip findet da ja dann auch ein Stück Fremdbestimmung statt. Dadurch, dass sie abrufbar ist, dass sie kontrolliert wird, ist es auch okay. Es ist eine Form von einer sinnvollen Organisation von einer Massendemokratie, dass wir das haben. Wir kommen damit ohne das gar nicht aus, aber es gibt eben jenseits der repräsentativen Demokratie Mitbestimmung und Selbstbestimmung. Und das ist eine anspruchsvolle Vorstellung, deswegen sage ich eben, die Demokratie ist letztlich die Selbstregierung der Bürger, durch Bürger und für Bürger. Sie ist eine ganz auf das Prinzip der Selbstbestimmung abgestellte und aus ihr hervorgehende politische Freiheitsordnung. Und diese Tradition geht zurück, Demokratie der Selbstregierung der Bürger durch Bürger und für Bürger als anspruchsvolle Tradition, geht zurück eben auf Abraham Lincoln, der das in seiner, zweiten Antrittsrede gesagt, Government of the people, by the people, for the people. Politik im Ausgang vom Bürger, das heißt Bestimmung, Mitbestimmung und Regierung, also durch die Fremdbestimmung. Bürgersouveränität, die Souveränität des einzelnen Bürgers, nicht die Volkssouveränität, ist für uns wichtig. Auch der ermächtigte Bürger. Es gibt verschiedene Rollen. Bürger sind Grund und Grenze der Politik. Also
ein Bürger zu sein, ist für Liberale was Wertvolles. Das ist nichts Selbstverständliches, das ist auch was, was man kultivieren muss, wo sich Politik zu kümmern hat durch den Rechtsstaat, aber wofür wir uns auch organisieren müssen. Beteiligung hat ihre rechtsstaatlichen Grenzen, ja, in der Republik. Die Republik hat immer auch den Rechtsstaat dabei und die besondere Herausforderung dieser Selbstregierung der Bürger, durch Bürger, für Bürger, ist es eben regierungsfähig zu sein, also demokratisch regierungsfähig. Das heißt wieder Input und Output, beides zu gewährleisten. Ne? Sowohl die Beteiligung als auch die Problemlösung in der Figur dieser demokratischen Regierungsfähigkeit. Das heißt, wir müssen sozusagen die Kunst demokratischer Selbstregierung fördern als Liberale. Ich finde das jetzt mal auch, also ist zwar noch abstrakt, aber ich finde, mit diesem Auftrag kann man was anfangen. Es ist eben eine ganz bestimmte Vorstellung von Demokratie, die sich unterscheidet, radikal unterscheidet zum Teil von den Vorstellungen, die andere Parteien pflegen von Demokratie. Als populistische Demokratie, als ein Protest-Happening, vielleicht bei den Grünen oder von einer repräsentativen, kanzlergesteuerten Führerfigur, was bei uns die Christdemokraten gerne verstehen. Das ist ein anspruchsvolles Bild von Demokratie. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen schneller durch und ende vielleicht auch zunächst mal ja, mit einem kleinen Ausblick, ende ich nach den nächsten zwei Slides. Ich habe das hier nochmal verschiedene Formen, die alle zusammengehören am Schluss, aufgelistet. Wir brauchen die repräsentative, die rechtsstaatliche Demokratie, und zwar für den demokratischen Alltag, also um sozusagen die vielen Probleme einer Massengesellschaft zu lösen. Parteien wirken mit bei der politischen Willensbildung, Parlamente sind die Herzkammer der demokratischen Entscheidung. Das ist sozusagen die repräsentative rechtsstaatliche Demokratie. Über die reden wir häufig und die finden wir häufig auch irgendwie problematisch. Ja, das ist so also in der Öffentlichkeit die Vorstellung, wie Demokratie funktioniert. Dann denken wir eben an die Parlamente in den Hauptstädten. Dann interessieren sich viele und auch die Populisten natürlich zunehmend für direkte Demokratie. Ich glaube, die sind für ganz spezielle Fragen durchaus geeignet. Nicht für alle, aber für Fragen, die besonders bewegen und die dann, wo wir als Liberale sicherstellen müssen, dass auf einem hohen Niveau kluge Vorstellungen oder Entscheidungen dann zur Debatte stehen. Ja, da gibt es die Initiative, ja, besonders solche Fragen überhaupt auf die Tagesordnung zu setzen durch Bürgerbegehren. Es gibt die Konsultation, wir befragen Bürger, was denkt ihr eigentlich? Soll eine Meinung bilden, das ist häufig aber das Gleiche dann, wie wenn man die Bürger entscheiden lässt. Zumindest hat sich jetzt ja gezeigt, das britische Parlament hat mit der Brexit-Entscheidung in der Volksbefragung, war eine Volksbefragung, eben so getan, als sei das schon eine Entscheidung gewesen. Hat nicht die, ich sage das jetzt mal platt, die Eier in der Hose gehabt, zu sagen, war ja nur eine Befragung, sondern hat es dann sozusagen als Entscheidung auch anerkannt. Deswegen, ich finde die Konsultation auch so ein bisschen zweifelhaft. Im Effekt ist eine Entscheidung eben eine, wo man dann auch sagt, okay, das Volk hat entschieden, war eben eine Abstimmung, ein Referendum, dann hat man was entschieden. Also das ist nichts für den Alltag, also man kann parlamentarische Demokratie nicht durch direkte Demokratie irgendwie übersetzen, sondern das ist für Ausnahmesituationen, für ganz besondere Fragen, glaube ich, kann man direkt demokratische Elemente nutzen und man sollte sie pflegen und erarbeiten auf lokaler und regionaler Ebene. Dann gibt es Bürgerbeteiligung, das ist anlassbezogene Problembearbeitung. Es gibt irgendwo eine Straße, die gebaut werden soll und da müssen wir uns unterhalten, verständigen mal mit den Leuten vor Ort, die davon betroffen sind. Wir müssten vielleicht auch die Verwaltung beraten, was bessere Ergebnisse angeht. Oder wir müssten einfach auch das gesamte Problem gemeinsam lösen, müssen alle mit an einen Tisch und was lösen. Das haben wir hier in der Mediation am Frankfurter Flughafen natürlich gehabt, Elemente von allen dreien, aber letztlich war es ein Veränderungsprozess. Wir haben dort dafür gesorgt, dass alle Beteiligten sich auf einen besseren Flugbetrieb und auf einen leiseren Flugbetrieb leisten. Vorbild übrigens die Mediation hier am Wiener Flughafen. Der Thomas Prader war damals auch zu Gast bei uns in Frankfurt und wir haben sozusagen auch nochmal inspiriert von den Wiener Ergebnissen in diesem Bereich dann Verbesserungen erreicht.
Dann ist ein wichtiger Teil einer gelebten Demokratie das Bürgerengagement, also bürgerschaftlicher Einsatz für Aspekte des Gemeinwohls. Die würde ich immer auch unter Demokratie setzen. Ja, das ist dann auch das, wo Bürgergesellschaft stattfindet. Also wo soziale, kulturelle und so weiter Leistungen bei der Problembearbeitung gebracht werden. Und ganz wichtig, die Bürgerorientierung der Verwaltung. Ich glaube, die gehört auch zur Demokratie dazu und auch für Liberale wichtig, ja, dass Bürger offen und partnerschaftlich behandelt werden. Nicht als Bittsteller, ich finde auch die ganze Kundengerede nicht richtig. Ja. Wenn wir so tun, als seien Bürger Kunden beim Staat, dann vergessen wir, dass ein demokratischer Staat nicht nur was ist, keine Dienstleistungsveranstaltung für Bürger, sondern dass wir da alle als Bürger eben mitgefragt sind. Ich finde die Vorstellung von Offenheit und Partnerschaft für die Verwaltung besser, der souveräne Bürger als Leitbild des Bürgerstaats. Hier ein Hinweis auf Grund- und Bürgerrechte, das ist das Grundgesetz. Das hier sind alles Teile, also die wichtig sind politisch, zum Teil Grundrechte, aber zum Teil eben Bürgerrechte. Es ist nicht das Gleiche, ja, Bürgerrechte haben dann eben nur Bürger. Das heißt, da muss man dann schon die Bürger, also muss man Bürger sein. Bei den anderen, das sind Menschenrechte, die stehen jedem zu, die sind zum Teil natürlich auch politisch. Ich will es jetzt nicht weiter ausgehen. Mein Fazit, liberal verstandene Demokratie ist anspruchsvoll. Es geht um die Kunst der demokratischen Regierungsfähigkeit. Das braucht gutes Recht im Rechtsstaat. Das braucht gute Mitbestimmung und Beteiligung, also Formen direkter Demokratie und Bürgerbeteiligung. Und es braucht gute Gestaltung. Es braucht eine Regierung, die weiß, was sie tut, die Probleme lösen kann. Liberale Demokratiepolitik ist in diesem Blick ist Ordnungspolitik für den Rechtsstaat, für die Demokratie, für effektive Regierung. Das heißt, wir begreifen die Demokratie als eine staatliche Ordnung, als eine Ordnung, die von Institutionen lebt, die auch von bestimmten Verfahren lebt. Und diese Verfahren, diese Institutionen müssen gepflegt werden. Wir sind in aller Unbescheidenheit die politische Tradition, die sich am besten und am klügsten um Institutionen, um Verfahren, um Konstitutionen, um Verfassungen kümmert und sich dafür zuständig fühlt, weil das was eben mit Rechten zu tun hat und mit einer klugen Organisation des Politischen. Wir sind als Liberale in unserer Tradition eigentlich die immer auch Institutionalisten, ja, Leute, die wissen, wie wichtig gute Institutionen sind, während man manchmal den Eindruck hat, andere verwalten eher denn die Sozialpolitik oder haben eben spezielle Anliegen, die dann innerhalb dieser Ordnung, dieser Spielregeln, um die hier geht, dann verhandelt werden. Aber einer muss eben auch zuständig sein. Das sind die Spielregeln und die sind fair, sind die gleichen für alle. Das ist Gegenstand der Ordnungspolitik. Und es ist aber neben der Ordnungspolitik für alle auch Chancenpolitik für jeden Einzelnen. Jeder Einzelne muss eben auch die Chance haben, teilzunehmen in der Demokratie. Und darüber müssen wir uns kümmern. Jeder Einzelne muss Zugang haben zur demokratischen Mitwirkung. Das ist bestimmte Voraussetzung. Ich muss gebildet sein, ich muss in der Lage sein, ich muss auch die Zeit haben, ich muss im Zweifel auch die Ressourcen haben, mich öffentlich einbringen zu können. Das heißt, es ist voraussetzungsreich und ich glaube, dass wir da eben auch eine soziale Frage Richtung Demokratie beantworten müssen. Wer mit Überleben beschäftigt ist, beteiligt sich nicht an Demokratie und das macht unsere Demokratie schlechter. Und wer abends kaputt ist und nicht alles nochmal irgendwie nachlesen kann oder so, für den müssen wir eben auch andere Formen von Beteiligung finden als das, was wir typischerweise in Parteien haben. Parteien sind furchtbar zeitintensive Veranstaltungen. Nicht jeder kann sich's leisten, sich in einer Partei zu engagieren. Und da müssen wir eben neue Formen auch finden, wie wir beteiligen. Das ist dann das Anliegen liberaler Chancenpolitik. Ja, damit will ich es mal belassen. Ich habe noch Prioritäten einer demokratiepolitischen Agenda, aber die können wir im Gespräch vielleicht machen. Ich habe gesprochen über Herausforderungen der liberalen Demokratie. Die sind vielfältig. Die zwingen uns zurückzudenken, was meinen wir eigentlich als Liberale mit Demokratie. Ich glaube, dass wir viel zu lange nicht mehr darüber geredet haben, dass wir ein Stück konfus sind, wie wir uns Demokratie vorstellen. Und es ist Zeit, glaube ich, dass wir wieder eine Sprache finden, eine demokratiepolitische Agenda letztlich klären und pflegen. Nicht nur
in unseren Ländern, sondern dann eben auch für Europa. Deswegen freue ich mich besonders, dass ich heute bei Ihnen bin, für mich im Ausland, und dass wir mal die österreichischen Liberalen und deutschen Liberalen, dass wir beginnen, unsere Demokratievorstellungen abzugleichen. Demokratie erfordert Verständigung, gut zuhören, das haben Sie jetzt gemacht. Und dann geht es aber weiter mit Widerspruch und auf den freue ich mich jetzt. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Christopher. Damit darf ich eröffnen für Sie und für euch. Wie immer haben wir ein Mikrofon. Bitte das auf das Mikrofon warten, damit auch die Leute im Stream bzw. in der Aufzeichnung dann das auch mithören können. Ein paar kurze Regeln. Bitte sagen Sie, sagt ihr kurz euren Namen. Bitte keine langen Co-Referate, gerne auch Beiträge, Kommentare, Kritik, Widerspruch. Müssen keine Fragen sein, aber bitte sich möglichst kurz zu halten, möglichst prägnant sein. Ich werde 3-4 Beiträge sammeln, wir werden 2-3 Runden machen auf jeden Fall und wie gesagt, für diejenigen, die vielleicht noch Redebedarf haben, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, im Anschluss sich noch hier einzubringen. In diesem Sinne, bitte einfach die Hand zu heben und da sind schon 2 oben, bitteschön. 3-4. 3-4-5, fein. Guten Abend und danke für den Vortrag. Ralf Janik, mein Name. Ich habe eine Frage, weil Sie den Stresstest und eben Ulrich Beck, Risikogesellschaft, Weltrisikogesellschaft angesprochen haben. Kann es nicht sein, dass das eigentlich jetzt im Moment der erste wirkliche Stresstest ist für Demokratie? Also der Vorweimarer Republik, der hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Und jetzt seit Nachkriegszeit einerseits relativ homogene Staaten, andererseits doch relativ lang Wirtschaftswachstum, keine wesentlichen, eigentlich keine, zumindest in der Retrospektive, keine fundamentalen Krisen, wie wir sie heute haben. Also deswegen die Frage, kann man sagen, es gab schon mal eine große Herausforderung und sie wurde gemeistert oder ist das eigentlich, das ist mein Gefühl eher, es soll aber keine Suggestivfrage sein, dass das der erste wirkliche Stresstest ist, den wir jetzt gerade erleben, wegen Wirtschaftskrise in Kombination mit Flüchtlingskrise und politischem Islam und Veränderung der Bevölkerungsstruktur plus Überalterung. Vielen Dank. Volker Kier hat auch die Hand oben gehabt. Ich möchte einen kurzen Bezug auf die österreichische Vergangenheit innerhalb der Zweiten Republik hier jetzt werfen, nicht? Weil die kollaborative Demokratie angesprochen war. Ja. Wir hatten eine Form der kollaborativen Demokratie, das war eine über Jahrzehnte laufende sogenannte Große Koalition, Variante 1. Und das zweite Bein war die Sozialpartnerschaft. Beide Einrichtungen haben dazu geführt, dass es überhaupt keine diskursive Demokratie bei uns gibt. Ja? Weil es wurde hinter Polstertüren wurde ausverhandelt, die Ergebnisse waren durchaus zum Teil befriedigend. Ich meine jetzt im Sinne von Vermeidung von Arbeitskämpfen und so weiter, will ich das jetzt weiter aufzählen. Aber im Prinzip war das eben eine Demokratie, die eher ständestaatlich getrieben war als auf den Bürger bezogen. Nicht? Und das steckt immer noch im System drinnen, also nicht in den Vordergrund, aber in den Hinterköpfen existiert das immer noch. Ja. Und das ist ja. Und zur Bürgerbeteiligung etc. muss man sich immer vergegenwärtigen, dass das auch ein Instrument ist, das populistisch eingesetzt werden kann. Ja. Und wenn Sie, Sie haben ja auch auf die Emotionen angesprochen, die dabei vorherrschen, aber gerade das ist etwas, was brandgefährlich werden kann. Ja. Also Volksabstimmung über die Todesstrafe möchte ich nicht haben, zum Beispiel. Ne. Beispielsweise. Ja. Und daher. Und dann fällt mir immer der Karl Schmidt ein, der in Deutschland ja immer noch durch die Diskussionen geistert, souverän ist, wer den Ausnahmezustand bestimmen kann. Ja? Und das wäre in einer volksabstimmungsgetriebenen Demokratie, wäre das sozusagen die Führung. Ich sage nicht der Führer, sondern die Führung. Ja? Und das möchte ich gar nicht haben. Vielen Dank. So, und dann hatten wir auf der anderen Seite noch, bitte, wir machen dann gleich eine zweite Runde, bitteschön. Irina Durovic, mein Name. Ich habe eine ganz kurze Frage, nämlich was genau verstehen Sie unter Selbstregulierung? Wie weit soll diese gehen und wie kann man sich die konkret vorstellen? Selbstregierung. Selbstregierung oder Selbstregulierung? Selbstregierung. Aber was, wie konkret soll das aussehen? Ich würde jetzt mal mal die erste Runde übergeben. Die erste Frage war zum Thema, ist das jetzt der erste wirkliche demokratische Stresstest, den wir uns ausgesetzt sehen? Ja, das ist alles relativ. Wir hatten in der Bundesrepublik auch zu einem, also für die ich nur sprechen kann,
In den 70er Jahren natürlich die Bedrohung durch den Terrorismus, der auch Grundlagen der Demokratie in Frage gestellt hat, auch den Rechtsstaat in schwere Entscheidungsbredouillen gebracht hat. Das war auch eine Art Stresstest. Und vor allem, da zu dem Zeitpunkt natürlich auch die Demokratie noch jünger war, ja, noch keine Generation alt sozusagen. Das ist jetzt hier ein ausgewachsener Stresstest, das glaube ich schon, für liberale Demokratien. Wir stehen unter Druck. Putin, Erdogan und so weiter, die sagen ja, ihr Feind ist die liberale Demokratie. Er ist diese schwächliche, relativistische Veranstaltung von Leuten, die die ganze Zeit nur quatschen und nichts entscheiden, die viel zu inklusiv sind, die Vielfalt feiern, was eigentlich eine Schwäche ist, statt irgendwie durchzusetzen, was die wahren Werte der Nationen des Volkes sind. Und das zieht auch bei uns natürlich von innen, das höhlt uns von innen aus. Ja. Da werden einfache Antworten gegeben in unsicheren Zeiten. Und die Frage ist schon, kann Demokratie eben mehr sein, als wenn ich hier sage, die Demokratie sei eine Selbstregierung der Bürger. Das ist natürlich so ein funktionaler, vernünftiger Anspruch. Ja. Können wir eigentlich über Demokratie mit Emotionen reden? Ja, können wir eigentlich Demokratie auch zu was Schönem machen, was ästhetisch Schönem, zu was, was man gerne macht, ja, was die Menschen besser macht, was das Menschsein besser macht, was unsere Hoffnungen und unseren Träumen entspricht von einer besseren Welt. Also können wir Demokratie auch so beschreiben. Und das müssen wir schon machen. Ja. Wir müssen über Demokratie, glaube ich, eine Geschichte erzählen als Republik. Ja, dass es nämlich eine historische Anstrengung ist von Leuten, die sich darauf geeinigt haben, unter den Schmerzen der Geschichte, dass wir uns verdammt nochmal besser Rechte zugestehen, unterschiedlich zu sein, dass wir uns aber auch gemeinsam darum kümmern, dass das gelingt, ja, und dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass wir in Frieden und Wohlstand zusammen leben, sondern dass es eine Balance ist, um die wir uns immer neu bemühen müssen. Jede Generation, sich sozusagen jede Kohorte, jede Neuwahl, wir uns darum neu bemühen müssen, dass dieses Experiment eines freiheitlichen Gemeinwesens gelingt. Ja, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, und das merken wir jetzt, wo wir unter Druck kommen, dass und auch wo uns, ich sag mal, Geflüchtete zeigen, dass man gar nicht notwendigerweise mit den liberalen Vorstellungen oder mit den von mir aus demokratischen Vorstellungen irgendwie auf die Welt kommt, mit denen die wir hier alle natürlich selbstverständlich voraussetzen, wo wir merken, es ist vielleicht auch ein kulturelles Projekt, da ist es eben auch ein moralisches Projekt. So, und ich glaube, das müssen wir in den Vordergrund rücken. Ja? Eine freie Gesellschaft ist eine zivilisatorische Anstrengung, und die ist anstrengend. Ja? Und da erwarten auch wir als Liberale was von den Bürgern, nicht bloß am Rand sitzen, sich als Kunden fühlen oder sich beschweren bei den Parteien, sondern wir erwarten Mutbürger, die sich einmischen, die mitmachen, die Bürgerengagement zeigen, die Bürgerbeteiligungsverfahren nutzen, die verantwortlich teilnehmen an direkter Demokratie. Damit bin ich bei dem Punkt natürlich klar, da gibt es die Populisten, die wollen direkte Demokratie als Einfallstor sozusagen für die Mehrheit, haut die Minderheit noch raus, solange die Mehrheit noch die Mehrheit ist, und die Minderheit, die da wächst und droht, ja, solange man die noch ruhig stellen kann. Und für Liberale, das haben Sie völlig zu Recht gesagt, und ich habe das hoffentlich auch deutlich genug rausgestellt, endet natürlich Demokratie am Rechtsstaat. Ja, es gibt verbriefte Rechte, und die werden auch nicht in Frage gestellt. Man stimmt über Todesstrafe nicht ab. Ja, würde ich als Liberaler nie zulassen, einmal in den Regeln für direkte Demokratie. Ich glaube, direkte Demokratie ist am besten ausprobiert auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene. Das ist, wenn man in die Schweiz schaut, ja auch eine Gesprächskultur, die dazugehört, in der Vorbereitung von, ich sag mal, relativ vernünftigen Entscheidungs-, zumindest auch Entscheidungsalternativen. Das bleibt ein Kampf, und da muss man dazulernen. Ja, da muss man auch eine Vorstellung davon haben, was es heißt, ein Bürger zu sein, was es heißt, verantwortlich mitzustimmen und die öffentliche Rede üben. Ja, das ist alles, was jeder Einzelne und was jede Generation neu einüben muss. Und ich glaube, dass wenn wir sowas aufbauen, und sowas sollten wir aufbauen, dann sollten wir Schritt für Schritt aufbauen im Respekt, dass sowas eben nicht einfach per institutioneller Entscheidung, jetzt haben wir das Instrument und dann wird es auf einmal auch klug angewandt. So funktioniert das nicht, sondern wir müssen es langsam entwickeln, dass wir mit diesem Instrument der direkten Demokratie umgehen. Sie haben einen Aspekt von kollaborativer Demokratie genannt, und das ist sozusagen die Zusammenarbeit auf Kosten von.
Die Kollaborative, also von Bürgern, ja, die große Koalition, die hinter verschlossenen Türen, ich sag mal, so lange tagt, bis alle am Tisch zufrieden sind, und dann wird den Bürgern das als guter Deal verkauft. Ich meine noch eine andere Form von kollaborativer Demokratie. Das sind aber jetzt Feinheiten. Ich meine eher eine dezentrale, lernende Demokratie, eine, die sich dezentral um Probleme löst oder um Probleme kümmert, und wo wir Bürger einladen, regional, lokal, bei sich in der Lebenswelt einen Unterschied zu machen. Ich meine, uns Liberalen geht es doch darum, dass Leute frei leben können, dass sie merken, dass sie einen Unterschied machen können. Ich glaube, das ist doch das Versprechen, was wir als Liberale haben, ja, dass jeder einen Unterschied machen kann für sein eigenes Leben, aber eben auch für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, in der er lebt. Ja, und wenn da irgendwo Missstände sind, dann wollen wir doch eine Demokratie haben, wo jeder einzeln sagen kann, wenn ich mich engagiere, dann kann ich dazu beitragen, ein Problem zu lösen. Ja, und das ist ein Versprechen von Selbstwirksamkeit. Und das lösen wir eben nicht allein irgendwie auf nationaler Ebene ein oder über Parteien, sondern das lösen wir ein bei Bürgerengagement, bei Bürgerbeteiligung, auch mal bei direkter Demokratie in Einzelfällen. Und ich glaube, daran müssen wir uns nachher auch messen lassen, ja, an dieser Selbstwirksamkeit. Die Selbstregierung ist letztlich eine Vorstellung von, also ich würde immer sagen, Demokratie meint Selbstregierung. Ja? Wenn andere sagen, Demokratie heißt Mehrheitsentscheidung, oder Demokratie heißt, jeder muss protestieren können, oder Demokratie als Happening. Ich weiß, die Grünen haben mal gefeiert, da waren irgendwie große Proteste gegen irgendeinen Atommülltransport, und nachdem da 3 Tage lang irgendwie Polizisten und Demonstranten sich durch die Wälder gejagt haben, sprachen die Grünen von einem Feiertag der Demokratie. Ich würde sagen, in welcher Welt leben die? Ja, also das ist nicht meine Vorstellung von Demokratie, sondern meine Vorstellung von Demokratie ist, dass die Selbstregierung gelingt, dass einerseits tatsächlich Probleme gelöst werden, effektiv, ja, das gehört zur Demokratie dazu, ein bisschen kontraintuitiv, weil wir immer denken, Demokratie ist mitmachen, ja, alle Macht geht vom Volke aus, also Volksbeteiligung. Nee, es ist eben mehr als das, es ist eben nicht bloß Beteiligung, Input, es ist eben auch Output, aber es ist eben beides. Ja. Wir müssen sowohl Probleme lösen, als auch Leute beteiligen, und die Kunst, beides zu vermitteln, die meine ich mit der Kunst der demokratischen Selbstregierung, der Regierungsfähigkeit. Ja, und insofern ist es eigentlich keine jetzt irgendwie abweichende Vorstellung, sondern es ist eine regulative Idee, ein Leitbild von Demokratie, wo wir sagen, also tun wir alles, um Selbstregierung der Bürger, von Bürger, durch Bürger zu gewährleisten. Ist es für jeden möglich, ja, Teil der Regierung zu werden, wieder abzutreten? Behalten die Leute eigentlich ihr bürgerliches Selbstverständnis, oder werden die dann quasi zu Profipolitikern, die sich abkoppeln von so einer bürgerlichen Erfahrung? Das steckt da alles mit drin als Anspruch. Deswegen würde ich unter der Prämisse natürlich auch, bin ich gespannt zu sagen, wie können wir beispielsweise durch Losverfahren auch ein Stück Unberechenbarkeit, auch Unprofessionalität, aber mehr, ich sag mal, bürgerliche Anliegen vielleicht reinbringen in die Politik, ohne dabei jetzt in einem Chaos zu enden. Ja? Am Ende müssen wir auch gut regieren können. Ja? Und deswegen ist, glaube ich, diese Vorstellung von der Selbstregierung ist so eine Idee, an der wir messen können, was es an demokratiepolitischen Vorschlägen gibt, und sagen, zahlt die eigentlich darauf ein, na, dass da die Selbstregierung von Bürger durch Bürger für Bürger gewährleistet wird. Insofern ist eine allgemeine Idee, konkreter geht es dann nur am Beispiel. Das müsste mal reingehen, wenn Sie eins haben, mache ich das gerne. Vielen Dank, wir haben eine Frage aus dem Stream. Und zwar die Birgit Pinz fragt, eine sehr österreichische Frage. Die liberalen Ströme waren in Österreich in der Zweiten Republik mäßig vertreten. Anfangs noch etwas in der FPÖ, daraus spalteten sich dann die liberalen Kräfte ab und gründeten das Liberale Forum. Das LIV erreichte 1994 11 Mandate, ein Ergebnis, das weder das LIV noch NEOS je wieder erreichten. Wie sehen Sie rückblickend das LIV? Was war gut, was haben Sie verabsäumt? Was könnte NEOS von der Geschichte des LIV lernen? Danke für die Frage und für das Zutrauen, das da drin steckt. In der Tat bin ich ja schon seit 1990 irgendwie aktiv. Bei der FDP bin ich eingetreten als 16-Jähriger. Insofern habe ich anekdotische Erinnerungen auch an Heide Schmidt und ans LIV, war damals froh, dass das LIV sich abgespalten hat von der FPÖ, die klar sozusagen den liberalen Pfad verlassen hatte.
auch finde ich bis heute viele freiheitliche, übrigens auch Parteien, die sich freiheitlich nennen, die haben eine absolut also degenerierte Vorstellung von dem, was angeblich Freiheit sein soll, die der edlen Idee der Freiheit überhaupt nicht gerecht wird, sondern wo so getan wird, als sei nationaler Egoismus, als sei Rücksichtslosigkeit das gleiche wie Freiheit. Ja, und hier kann ich nur sagen, um Gottes Willen, ne, da müssen wir als Liberale auch wirklich widersprechen. Ich habe damals bewundert, dass die Heide Schmidt da die einsame Stimme war. Ich hatte das Gefühl, dass sie es nicht einfach hat in Österreich, auch von der politischen Kultur her. Und wir haben dann sehr bedauert, dass es untergegangen ist. Ich glaube nicht, dass sie zum damaligen Zeitpunkt mehr hätte machen können. Ich glaube, es hat schon dann auch jetzt die Veränderung, die Pluralisierung gebraucht, die Neos jetzt, auf der die sitzen, auf der Welle, auf der die reiten, nämlich dass es doch ein modernes Wiederverständnis gibt, dass man in einer toleranten, freiheitlichen Gesellschaft leben will und sich um deren Grundlagen kümmern will und das auch mit ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Innovationsbegeisterung macht, als das also die SPÖ oder die ÖVP oder so leisten können. Ja, das sind wirklich, ich erlebe die manchmal, ich bin in Krems ab und zu auf einem politischen Lehrgang als Lehrkraft und so und begegnet deswegen regelmäßig den Funktionären der österreichischen Parteiendemokratie. Ich bin schon, würde ich sagen, erstaunt, wie fantasielos, aber auch wie deutlich die Leute wissen, dass das, was sie da veranstalten, eigentlich nicht ausreichend ist, ja, dass das eigentlich nur die Verwaltung des Niedergangs ist. Ja, und da bin ich dankbar, dass es mit den Neos eine Kraft gibt, ja, der Politik Spaß macht, wo Politik auch was Schönes ist, wo Politik auch was ist, wo wir die Welt besser machen, wo man mitmachen kann, ja, wo Demokratie was auch etwas Emotionales ist, ja, was ein Veränderungsprozess, ein Verbesserungsprozess. Ja. Wir machen unser Land besser mit Mut und Innovation. Vielen Dank. Es waren einige Hände oben jetzt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in welcher Reihenfolge. Wir sammeln jetzt einfach mal einige. Fangen wir mal da hinten an und abends dann nach vorne. Bitteschön. Vielleicht nur noch ein Satz zum LIV. Also wir hatten ja zwei linke Parteien in Österreich und dann kam auch eine dritte linke oder halblinke oder linksliberale Partei dazu. Also das haben meine wirtschaftsliberalen Freunde gesagt, die niemals das LIV gewählt haben, ja, die auch heute nicht vertreten sind hier. Aber zu meiner eigentlichen Frage. So, Sie haben gesagt, es geht darum, dass der Bürger quasi hier mitbestimmen soll. Das ist eher Richtung der Subsidiarität nach unten fokussiert. Andererseits haben Sie gesagt, Demokratie 4.0 heißt Europäisierung oder europäische Politik etc. So, den Widerspruch bitte lösen Sie mir mal auf, weil gerne. Wir haben derzeit... Ich habe das nicht verstanden. Wenn das Sozialisten fordern würden, verstehe ich das, aber nicht hier von einer liberalen Partei. Wir haben zwei Mainstreams in Europa. Das ist extrem Konservativismus, das sehen Sie in Osteuropa, jetzt in vielen Staaten, und wir haben Sozialismus. So, beide Formen wollen wir nicht, auch nicht in der, gerade nicht in der europäischen Variante. Und die liberale Idee wird nie Mainstream werden. Also das ist irrational, das zu glauben. Und wenn sich liberale Ideen durchsetzen, dann sind das irgendwo lokal unten kleine Länder oder Regionen oder Pflänzchen etc., aber niemals über die europäische Ebene. Also das ist, wer das glaubt, ist absurd und ist vollkommen irreal unterwegs da hier. Ja? Das heißt, wenn wir wirklich eine europäische Politik wollen, heißt das, wir unterstützen einen der beiden Mainstreams. Und das wünsche ich beiden nicht. Vielen Dank. Ich sammle jetzt noch ein bisschen. Hier vorne ist auch schon länger. Ja, hier vorne. Genau. Und bei Ihnen Stefan, auch. Stefan, ja. Ja, vielen Dank fürs Mithelfen. Bitte schön. Stefan Duschek, Demokratie der Zukunft. Ich glaube, das ist die Frage, die Sie theoretisch jetzt mal für die FDP entwerfen. Ich danke mal dem Josef. Das ist der zweite bundesdeutsche Beitrag, den ich hier sehr positiv erlebe. Der erste war Politik gestaltet, im Widerspruch zu der These, dass man Bürgerbeteiligung nicht aktiv gestalten kann und mehrheitsfähig. Das war der Daniel Zimmermann, wenn ich mich richtig erinnere, mit großen Mehrheiten und mit Bürgerbeteiligung eindeutig einen Mainstream entwickeln. Also es ist möglich. Warum ist es so schwierig? Warum haben wir den Stresstest? Ich mache jetzt Thesen und zugleich die Frage an Sie, was kann man dagegen tun? Das wichtigste Problem ist, glaube ich, der Vertrauensverlust in die Politik, wie sie derzeit gegeben ist, hat sich meines Erachtens entwickelt, einerseits aufgrund der Unfähigkeit, überhaupt noch zu regieren in den letzten 10, 15 Jahren, resultierend in Österreich der Unfähigkeit, überhaupt verfassungsmäßig. Wir haben eine Regierung, die mit vier weiteren Regierungen
gepaart ist. Und international, weil wir die Sozialverträglichkeit nicht aufrechterhalten können, nehme ich jetzt einmal an. Und das Dritte ist natürlich der Mangel der Europapolitik. Europa hat sich in den letzten 15 Jahren verfassungsmäßig nicht weiterentwickelt und dadurch ist die Politik, wie wir sie gestalten müssten, nicht machbar. Ist das richtig? Vielen Dank. Dann war ich nehme mal die dran, die noch nicht dran waren. Bitte schön, da vorne. Es war sehr herzerfrischend, dieses Niveau des Vortrages. Ich muss vorausschicken, ich habe ein technisches Studium hinter mir, deswegen ist die Thematik für mich ein bisschen schwierig. Was mir geholfen hätte, wäre abzuklären bei den Punkten, die Sie angeführt haben, was decken auch die anderen Parteien ab oder was reklamieren sie für sich. Im Hinblick auf eine sehr praktische Anwendung, meine Nachbarn, Nichtstudierte, denen muss ich erklären, was ist liberal und wodurch unterscheiden wir uns. Nur zu sagen, wir sind ein neues Österreich, ist zu wenig. Und einen nehmen wir noch mit. Du hast auch nochmal. Gleich daneben. Ich habe sie alle noch im Kopf, glaube ich. Okay. Florian, mein Name. Ist es wirklich ein Zufall, dass die soziale Frage von Liberalen bisher nicht so besetzt wurde? Oder ist es einfach in der liberalen Tradition recht schwierig, diese Diskrepanz zwischen Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit abzudecken? Quasi den Individualismus gegen das soziale Wohl der Schwächeren. Wow, tolle Frage. Ich glaube, also eine Frage war die nach Europa, die verbindet sich mit einem dritten Teil Ihrer Frage und mit Ihrem Teil der Frage, wie lösen wir das auf? Ehrlich gesagt, die große Preisfrage, die ich mir jetzt auch schon eine ganze Weile stelle und die wir auch versucht haben, der Paul Angeli ist ja da, auch, ich sag mal, zu klären, indem wir uns zusammensetzen und fragen, wie funktioniert das eigentlich in Europa, was ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Das haben wir letztes Jahr gemacht in Horb am Neckar, wo der Europaabgeordnete Michael Theurer, unser Landesvorsitzender, mal Oberbürgermeister war. Dort haben wir seit 12 Jahren jetzt eine Akademie, die wir versuchen auszubauen, die jetzt dann im Juli auch wieder tagt zur Frage der europäischen Integration und Demokratie zwischen Republik und Region. Und da sind jetzt zwei Pole angesprochen, die ich eigentlich finde, die müssen wir mal beide ernst nehmen. Sowohl die Region als auch die Republik. Es gibt manche, die sagen, wir wollen eine Bürgerrepublik Europa und der Michael Theurer gehört dazu. Und das ist sagen die Vorstellung, dass es gibt dann eben Grundrechte für alle europäischen Bürger. Und dann wird das, was wir nationalstaatlich machen, im Prinzip hochgezoomt auf die Ebene. Wir haben ein Vollparlament in Brüssel, wir haben eine Verkleinerung der Kommission. Wir versuchen, den Einfluss der Nationalstaaten zurückzuschneiden. Wir sagen, der stört sozusagen die Entwicklung einer europäischen Republik. Und dann hat diese Republik natürlich auch was irgendwie mit Solidarität dann zu tun zwischen den Bürgern. Und dann werden die Nationalstaaten nicht mehr so wichtig. So, das ist eine Vorstellung, die, ich sag mal, sich zunächst mal ja auch ziemlich zentralistisch anhört. Und die damit der typischen Vorstellung folgt, Europa ist da oben und wir hier sind da unten. Und dann ist das so ein Ding. Und jetzt, wie kriegt man die Fliehbewegung nach Europa und die Beharrungskräfte des Lokalen zusammen. Ne? Und dieses Dilemma lässt sich so nicht auflösen. Ich glaube, wir müssen da auch unseren Blick dafür ändern. Und da hilft der Ulrich Beck, da helfen andere. Und zwar, ich glaube, dass wir Europa in den Regionen finden müssen und können. Ich glaube, dass das Europäische, was fundamental auch Regionales ist, weil Europa und die europäische Geschichte immer geprägt war von unterschiedlichen Regionen, die mal die Vorherrschaft hatten, die mal die und die europäische Vielfalt, die kulturelle Vielfalt ist eben immer eine, die mit der Geschichte der Regionen ganz eng verbunden ist. Es gibt ganz viele unterschiedliche Regionen, die sich unterschiedlich stark auch mal politisch engagiert hatten oder so, aber ich glaube, dass da eigentlich ein Potenzial liegt, wo wir sagen müssen, wir finden Europa in den Regionen und wenn wir Europa in den Regionen finden und Regionen stärken, in Europa der Regionen sozusagen stärker machen, wie genau, weiß ich auch nicht, ich habe eine Vermutung, ich sage Ihnen das an einem Beispiel, ich das erkläre in meinem Wahlkreis. Ich habe einen wunderschönen Wahlkreis, das ist der schönste der Republik bei uns, der Wahlkreis 290 mitten in Europa und das ist die Region Neckaralb. Die Region Neckaralb, der Wahlkreis Tübingen, den ich da habe, da waren die Alamannen, da waren die Römer, da waren später die,
die Hohenzollern, da waren die Hohenstaufer am Rand, da waren die katholischen Bischöfe, da waren die pietistischen Akademiker in Tübingen, wir haben einen Bischofssitz und 10 Kilometer daneben eben ein pietistisches Akademikerkaff Tübingen, wo ich herkomme oder wo ich kandidiere. Wir haben dort jüdische Ansiedlungen gehabt, wir hatten dort preußische Enklaven, ja, die Hohenzollern, die da waren, das war alles mal preußisch. Das heißt, wenn wir in diese Region schauen, das, was sie geprägt hat, dann sehen wir dort sozusagen die Spuren der europäischen Geschichte und Europa ist in Teilen eben auch, sagen wir, aus dieser Region heraus geprägt worden. Und ich glaube, dass wir das in vielen Regionen ganz ähnliche Geschichten erzählen können. Und wenn uns bewusst wird, dass unsere Regionen eben nicht nur einfach die Teller sind, in denen wir leben, sondern dass sie eben immer auch schon ein Teil der europäischen Geschichte waren. Ich glaube, dann können wir anfangen, ein anderes Selbstbewusstsein als Europäer zu entwickeln. Dann kann man auch ein guter Europäer sein, wenn man sein Tal nie verlässt, aber weiß, dass man Teil einer europäischen Gesamtgeschichte ist. Ja. Ich glaube, das ist eine Perspektive. Sie merken schon, ich bin heute Abend da für die großen Perspektiven und so. Wir müssten das, deswegen mache ich ja auch Wahlkampf, damit ich nachher also die letzte Meile auch noch gehen kann, die ich heute Abend jetzt hier nicht sagen kann. Ich glaube, das müssen wir sichtbar machen, ja, dass Europa im Regionalen möglich ist. Und dann ist auch eine Republik möglich, aber eben mit starken Regionen, wo Leute sich zu Hause fühlen können. Ich glaube, dass wir als Liberale mal fundamental auch dieses Problem von Identität positiv beantworten müssen. Ja, wir sagen als Liberale, eigentlich Identität interessiert uns nicht, ja, das ist eine identitäre Bewegung, IGIT. Und Identität ist nicht das, worüber wir uns kümmern, denn wir kümmern uns um Rechte und nicht darüber, wo Leute jetzt herkommen. Ja, wir kümmern uns nicht um Herkünfte. Ja, fair enough, auch ein schöner Spruch. Ja, die Populisten kümmern sich, wo Leute herkommen, das ist denen wichtig. Wir Liberale kümmern uns um die Rechte, die Leute haben. Aber so ganz so funktionieren wir als Menschen ja nicht. Uns ist schon wichtig, dass wir eine Heimat haben, dass wir uns da wohlfühlen und dass wir Geschichten haben, dass wir Traditionen haben, die auch ausmachen, wer wir sind. Und die stehen ja gar nicht im Widerspruch zum Liberalismus. Im Gegenteil, Freiheitsgeschichten gibt es auch in allen Regionen. Ja? Also das Aufbegehren gegen die Autoritäten, ja? Die Teilnahme an irgendeiner Freiheitsrevolution. Das sind alles lokal verwurzelte, traditionelle Geschichten, die wir auspacken müssen. Ich finde, wir müssen regionale Freiheitsgeschichten erzählen, regionale europäische Freiheitsgeschichten und sagen, ja, wir sind hier Teil des europäischen Projekts, auch in diesem Tal, in dieser Stadt, in dieser Region. Ja. Und ich glaube, dann könnten wir da was zusammenbringen. Absolut recht, die haben recht. Naja, also da würde ich jetzt auch widersprechen. Also was die Populisten, glaube ich, was denen gelingt, und das ist ja jetzt schon auch ein Thema, was uns als Demokraten auch bewegt, was den Populisten ja gelingt, meine Lesart. Ja. Ich würde sagen, es gibt viele Leute, die sind verunsichert. Die besten Tage liegen hinter uns, nicht vor uns. Fortschrittsglaube ist irgendwie, wir haben Abstiegsängste. Ja, jetzt haben wir alle was erreicht. Früher hat man gesagt, Aufstieg ist wichtig, auch für Liberale. Jetzt haben viele Leute was erreicht, jetzt haben sie Angst vom Abstieg. Ist auch legitim, das darf man nicht irgendwie beiseite wischen. Ja. Man muss die realistische Chance haben, dass man sein Eigentum halten kann, dass man seinen Lebensstandard halten kann. Das ist ja fair enough. Ja. Das ist was, worum wir uns kümmern müssen. Und das sollten wir nicht abtun. Und wir sollten anerkennen, glaube ich, dass die Populisten eine emotionale Antwort geben, auf was, wo wir relativ ratlos sind. Aber wir Liberalen drücken sich systematisch drum herum zu sagen, was ist eigentlich das Wir? Ja, gibt es ein klares, fest definiertes Wir? In meiner Partei, mit guten Gründen immer, sagen wir, wir sind Partei, uns geht es um dich, du stehst im Mittelpunkt. Fair enough. Ja. Aber jeder, der ein Du ist, ist natürlich nur ein Du, weil es ein Wir gibt, in dem er ein Du sein kann. Und wir müssen eben auch sagen, was ist unser Wir? Es ist eben nicht das Volk, es ist auch nicht die ethnische Nation, ja, sondern es wäre, würde ich sagen, die Republik der freien und gleichen Bürger. Ja, und das ist eine Errungenschaft, wie gesagt, zivilisatorisch. Ich finde, da kann man auch die großen zivilisatorischen Geschichten auspacken und sagen, ja, es ist anstrengend für Menschen in Vielfalt zusammenzuleben. Aber es gelingt, wenn wir es liberal machen. Wenn wir jedem gewährleisten, dass er seine Freiheit verantwortlich leben kann, wenn wir das jedem, die Chance jedem geben, aber gleichzeitig auch erwarten, dass jeder seine Freiheit verantwortlich nutzt,
dann gibt es Fortschritt für alle. Dann ist gut, dann können wir in Frieden und dann können wir in Wohlstand zusammenleben. Ich meine, das ist doch eine Lektion, die wir lernen, wenn wir auf die Länder der Welt schauen. Überall dort, wo verantwortete Freiheit herrscht. Nicht Egoismus, sondern ja, klug genutzte Freiheit. Da geht es den Leuten gut. Ja, eine Hammerbotschaft. Ja, es geht uns allen besser, da wo verantwortete Freiheit herrscht. Finde ich eigentlich die Megabotschaft für Liberale. Übrigens eine, die in Afrika total verfängt zurzeit. Ich war neulich bei den Liberalen Internationalen in New York. Ging es um ein neues Grundsatzprogramm oder ein neues Manifest, soll jetzt vorgestellt werden am Montag in Oxford. 70 Jahre Oxford-Manifest, das Gründungsdokument der Liberalen Internationalen. Und da waren zwei Afrikaner dabei, einer der Staatschef von der Elfenbeinküste, Liberaler, und die Helen Zille, Premierministerin am Cape of Western Cape in Südafrika von der Democratic Alliance. Sie aus einer jüdischen Familie, eher ein Moslem, und beide Liberale. Ja, und die haben gesagt, Afrika braucht dieses liberale Versprechen, dieses Aufstiegsversprechen, dass wer Verantwortung für sich übernimmt und die Freiheit hat, mit dieser Verantwortung zu leisten, Initiative zu zeigen, Ideen zu haben, Veränderungen herbeizuführen, wirksam zu sein. Ja, das ist das Versprechen, was Afrika größer macht, was Afrika nährt. Und Afrika liebt das liberale Versprechen. Und es rührt mich, weil wir viele Leute haben, die sagen, naja, ach, das ist ja alles nur ein westliches Projekt, der Liberalismus. Ist ja alles nur also christlich und so. Ja. Und da hatten wir zwei Leute, ja, sie einen jüdischen Hintergrund, eine weiße Frau aus Südafrika, er ein muslimischer Mann, beide tief committed sozusagen, tief ausgerichtet aufs liberale Versprechen, dass da, wo verantwortete Freiheit herrscht, dass es da den Menschen gut geht. Also ich glaube, damit können wir ja auch emotional arbeiten und sagen, Demokratie ist ein Teil dieses Projekts. Jetzt habe ich aber die Frage wirklich verloren. Zwei Punkte haben wir noch angesprochen. Das eine war, wodurch unterscheiden wir uns? Was sozusagen, wie erkläre ich meinem Nachbarn, meiner Nachbarin, die nicht studiert hat, in einfachen und klaren Worten, was unterscheidet uns von anderen, von Sozialdemokraten, von Konservativen? Und dann war noch der Punkt mit der sozialen Frage. Gibt es da eine Schwäche in der liberalen Ideengeschichte? Hat das einen Grund, wieso wir uns vor der sozialen Frage auch vielleicht drücken wollen? Ja, ich will mit der zweiten Frage anfangen, wenn ich noch auf den. Ich glaube tatsächlich, der Liberalismus hat sich mal selber ein Ei gelegt, weil er soziale Verantwortung als eine Einschränkung von Freiheit begriffen hat. Ja? Das ist eine Vorstellung von Freiheit, dass je mehr Freiheit ich habe, desto besser. Und dann ist Verantwortung eine Einschränkung von Freiheit eigentlich schlecht und begründungspflichtig. Ja? Dann muss ich, wenn man sich vorstellt, wie wir uns das im Gesellschaftsvertrag vorstellen, da kommen also Leute hin und sagen, ich kann dir wehtun, du kannst mir wehtun, schließen wir einen Vertrag, tun wir uns gegenseitig nicht weh, gehen wir uns aus dem Weg, lassen wir uns in Ruhe, ja, meine Freiheit endet da, wo deine Freiheit anfängt, kümmern wir uns um den Rest nicht, Hauptsache du hast deine Freiheit, ich habe meine Freiheit. Wir leben sozusagen in so Freiheitsbubbles nebeneinander her. Ja. Und dann ist Solidarität, ja, wieso soll ich mich jetzt um den kümmern? Der hat doch alle Freiheit, was aus seinem Leben zu machen. Und so, ach, pff, soll er doch mal. Also ja, diese Vorstellung, die ist tief eingegraben bei vielen Liberalen. Aber es ist eben die Vorstellung einer Freiheit, die sagt, je mehr Freiheit, desto besser. Es gibt aber auch schlechte Freiheiten. Die Freiheit, unter der Brücke zu schlafen, die Freiheit, an irgendeiner Krankheit zu erkranken, ist eben keine gute Freiheit. Es ist eine schlechte Freiheit. Und wir können uns auch entschließen zu sagen, wir wollen es ändern. Genauso ist die Freiheit, im Stau zu stehen oder halt, ja, naja, welche Alternative denn? Ach so, öffentlicher Nahverkehr. Ja, so eine kollektivistische Veranstaltung, öffentlicher Nahverkehr. Aber gut, ja, aber nee, ist ja ein Freiheitsgewinn, dass es einen guten öffentlichen Nahverkehr gibt, wird von Leuten, wo es einen öffentlichen Nahverkehr gibt, als Freiheitsgewinn empfunden. Und jeder, der mal in den USA gelebt hat und seine Lebenszeit in Staus zwischen den Suburbs verbringt, der weiß zu schätzen, wo guter öffentlicher Nahverkehr funktioniert. Das ist ein Freiheitsgewinn. So, deswegen müssen wir über Freiheit, habe ich vorher auch bei der Demokratie gesagt, qualitativ nachdenken. Welche Freiheiten wollen wir eigentlich? Welche Freiheiten finden wir gut? Und das müssen wir Ausgang jedes Einzelnen fragen, welche Freiheiten stehen hier für jeden Einzelnen zur Disposition. Ja, wenn wir über Rauchen reden, ja, dann, und über Rauchverbote, dann reden wir über verschiedene Freiheitsansprüche, die wir aneinander haben. Der eine, der sagt, ich will aber rauchen können, kann auch selber entscheiden, ob ich rauche oder nicht. Für mich ist es ein Genuss. Ja, und wieso willst du meine Freiheit einschränken? Und jemand anderes, der sagt, ja, aber es ist gesundheitlich nicht gut und stört mich und ist ein Eingriff in meine Freiheitssphäre. Und dann sagt der Wirt, ja, aber ich will doch also machen können und ausweisen können, was ich will, brauche ich doch keine Vorschriften aus
aus der fernen Hauptstadt, wie ich das mit dem Rauchverbot zu regeln habe. Da sind verschiedene Freiheitsansprüche, die in sich alle legitim sind. Und jetzt müssen wir als Gesellschaft eben auch entscheiden, welche Freiheitsansprüche wollen wir jetzt über andere oder mit anderen, wie organisieren wir die? Ja, also wer kommt wie zu seinem Freiheitsrecht? Ja, und ich glaube, wenn wir uns diese Frage stellen, dann merken wir, dass Freiheit uns nicht einfach nur gegeben ist qua Geburt, sondern dass sie natürlich auch eine soziale Leistung ist, dass sie uns auch aufgegeben ist. Freiheit ist uns nicht nur gegeben, sie ist uns auch als Aufgabe aufgegeben. Wir müssen immer wieder drum kümmern und uns immer wieder neu verpflichten, dass für jeden einzelnen Menschen Freiheit und Selbstwirksamkeit erfahrbar werden, real erfahrbar. Als Vater weiß ich, das beginnt mit dem Schrei deines Babys, du kennst das auch, ja? Da beginnt der Kampf um Freiheitsfähigkeit beim Kind. Aber auch, ich habe mal gelebt in der Nachbarschaft, 80% Migrationsanteil, Leute, die, ich sag mal, Bürgerkrieg hinter sich hatten und wo die Familien kaputt waren, total nette Nachbarskinder im Alter meiner Kinder. Ja, wenn die Tür zumachen, da gibt es eben keine Bücherwand, sondern da gibt es halt nur Satellitenschüsseln, die irgendwie also Propaganda aus der Türkei zeigen. Und dann, die haben nicht die gleichen Lebenschancen. Und ja, das geht mich was an als Liberaler. Nicht nur, weil die mal später in der gleichen Gesellschaft leben wie meine Kinder, sondern auch, weil für die das Versprechen eines selbstbestimmten Lebensweges so nicht gegeben ist. Und ich glaube, ist deswegen ein fundamentales Problem, was wir haben. Wir müssen umstellen von einem quantitativen Freiheitsbegriff auf einen qualitativen Freiheitsbegriff. Jetzt würde ich gerne das Buch hochhalten, das mein Kollege Klaus Dirksmeier geschrieben hat, eben über qualitative Freiheiten, über genau diesen Irrweg, den wir jetzt auch 200 Jahre lang gegangen sind, mit einer Freude sozusagen am je mehr Freiheit, desto besser, statt je besser die Freiheit, desto mehr. Also, und da müssen wir aber uns auch zutrauen, wieder über gute Freiheiten und schlechte Freiheiten, also Freiheiten zu bewerten. Den Mut wünsche ich uns, der ist auch gar nicht so schwer. Ich glaube, die Neos tun es auch viel mehr als zum Beispiel häufig meine Partei. Die andere Frage, wie sagen Sie es einfach? Naja, ich glaube, wir glauben, dass jeder einzelne Mensch die Chance haben soll, einen Unterschied für sich zu machen und in sein Leben zu führen. Und alle anderen schauen danach, die haben so einen Durchschnitt, die schauen nicht auf den Einzelnen, die schauen auf Durchschnitte. Und dann arbeiten sie mit großem sozialstaatlichem Gewehr sozusagen oder mit Instrumenten, wie dann Gleichheit im Durchschnitt irgendwie hergestellt werden soll. Und dabei sind die Gerechtigkeitsvorstellungen eben häufig, finde ich, auch nicht daran orientiert, ob jemand tatsächlich die Chance hat, sein eigenes Leben zu leben, sondern ob der materiell gleich versorgt ist. Also ich finde, die anderen kümmern sich um Gerechtigkeit mit den völlig falschen Leitvorstellungen, während wir uns mit feinem Besteck für jeden einzelnen Menschen interessieren sollten als Liberale und dann auch bereit sein sollten, nicht nur auf den Staat, sondern eben auch auf die Bürgerschaft zu setzen und aufs nachbarschaftliche Miteinander, um Freiheitsfähigkeit zu gewährleisten. Also das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Ja, wir setzen auf den Einzelnen, schauen auf den Einzelnen, dass der einzelne Mensch ist Grund und Grenze alles dessen, was wir tun. Dass man als einzelner Gott verantwortlich ist, schlussendlich. Ja, also da gibt es viel zu sagen. Ich glaube nicht, dass es, der Protestantismus hat sowas auch stark gemacht, aber es ist eigentlich, also Sie finden im Judentum, ja, oder überall da, wo in Religionen die Gottesebenbildlichkeit gibt, das führt jetzt aber wirklich weit, ja, ist deswegen nicht zu lange, also Gottesebenbildlichkeit heißt, jeder ist ein Kind Gottes und jeder ist deswegen, hat auch eine eigene Würde und ein eigenes Recht, sozusagen als Kind Gottes sein Leben zu leben. Und Gott erwartet möglicherweise auch, dass jeder das verantwortlich tut. Und da haben wir eigentlich auch schon Individualismus drin, ja, in dieser Vorstellung. Ob der Protestantismus nun ein besonders guter Liberalismus ist, wie Max Weber vielleicht sagt, oder ob nicht die Katholiken, wie Alexis de Tocqueville sagen würde, besonders gute liberale Demokraten sind oder so, ich glaube, da müssen wir uns, da sollten wir den Blick weiten, dass viele religiöse Traditionen gerade für die Freiheitsfähigkeit viel anzubieten haben. Wir sollten nicht so tun, als sei der Liberalismus nur irgendwie eine säkulare Gegenbewegung, immer gegen alle religiösen
oder Religionen. Im Gegenteil sind viele Motive, die nachher säkular wurden, die waren erstmal religiös. Ja, also Menschenwürde, auch Vorstellung von Menschenrechten oder so, wurden zunächst mal auch von christlichen Theologen formuliert, die sich mit Fragen der Kolonialisierung im 15., 16. Jahrhundert auseinandergesetzt haben. Wie begegnen wir eigentlich den Wilden? Ja, also haben die auch Rechte oder nicht? Ja, und da gab es selbst die nicht-christlichen Wilden, hatten dann eben als Kinder Gottes Rechte. Und insofern glaube ich, sollten wir als Liberale auch anschlussfähig sein an religiöse Begründungen von individuell verantworteter Freiheit. Vielen Dank. Wir biegen jetzt langsam die Schlussrunde ein. Wir haben jetzt Friedhelm, Sie haben schon länger aufgezeigt, ganz hinten noch, und Volker und Gerhard. Und dann, bitteschön, machen wir jetzt langsam den Sack zu. Danke vielmals. Ich möchte zum Ausgangspunkt zurückkehren. Die Herausforderung der liberalen Demokratie durch die illiberale Demokratie in den verschiedenen Formen, wie sie sich jetzt wirklich politisch durchsetzt, ganz massiv und auch in den westlichen Staaten, nicht nur im Osten. Ich sehe das aber jetzt weniger das Problem in dem, was, wie Sie es aufzeigen, was sozusagen der liberale Verfassungsstaat ist, in einer sehr ausgeprägten Form und partizipativ und so weiter. Die Herausforderung besteht darin, meines Erachtens, und da müssen wir ansetzen, ist die Voraussetzungen, die gesellschaftlichen Voraussetzungen, damit dieses Werkel im liberalen Sinn funktionieren kann. Das ist der Punkt. Und da sind die großen Gefahren. Das eine ist zum Beispiel, was wir gerade in Budapest erleben, wie die Wissenschafts- und Meinungsfreiheit weggewischt, aber durchaus demokratisch legitimiert durch ein gewähltes Parlament in einem Blitzverfahren, kann man kritisieren, aber es ist demokratisch legitimiert. Und auf einmal wird also die Wissenschaftsfreiheit beiseite geschoben. Wir sehen, das Zweite ist die Medienoffenheit. Das Riesenproblem ist, und das ist ein sehr praktisches, das wir in Österreich erlebt haben, das ist die Medienvielfalt und die Medienoffenheit. Und die ist die wird ja auch mit als erstes weggeräumt. Ne? Wie wir in Polen sehen, in Ungarn sehen, von der Türkei reden wir gar nicht. Ein drittes Beispiel ist die Rechtsstaatlichkeit, die unabhängige Verfassungsgerichtsbarkeit. Die ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass das Werkel funktionieren kann. Natürlich dafür die Axt angelegt. Und ich glaube, das sind die wirklichen, es gibt noch einige andere, das sind die Punkte, wo wir als Liberale ansetzen müssen. Wir können nicht nur mit Verfassungsprinzipien antworten, sondern wir müssen dort zum Gegenangriff übersetzen, wo diese Voraussetzungen, damit eine Verfassung überhaupt funktionieren kann. Das ist ein Punkt. Wenn ich noch darf, einen zweiten Punkt, weil es aufstoßt, ist der Versuch, die Europäische Union über Regionalismus aufzulösen. Das geht so nicht. Ich gebe Ihnen völlig recht, Identitätsfrage in den Regionen, wichtig, Heimatgefühl, das ist alles etwas, was wichtig ist. Aber das Problem ist nicht gelöst. Wie organisiere ich nach liberalen Grundsätzen die Koordinierungsaufgabe, die die europäische Ebene hat? Und da komme ich halt um den Föderalismus nicht herum. Aber zu hoffen, wenn wir sozusagen zurückgehen eine Stufe, sagen, die Regionen sind das Wesentliche, so im Sinne des Ausschusses der Regionen in Brüssel, dann haben wir eine Multiplikation mal 300 der jetzigen nationalstaatlichen Situation. Also das ist das, glaube ich, das wesentliche Problem. Vielen Dank. Bitteschön. Dankeschön. Leo Lehner, mein Name. Ein gewisser Teil ist jetzt eh schon vorweggenommen worden meiner Frage, aber ich habe mich im Vortrag auch ein bisschen daran gestoßen, dass gesagt wird, jeder Liberale ist ein Demokrat, also dass das sozusagen gemeinsame Denkfiguren sind, die aufeinander fußen, weil wenn ich jetzt an liberale Theoretiker denke, dann erscheint mir die Beschreibung von Demokratien eher immer als gefährliche Hybris, die man zähmen muss,
oder als notwendiges Übel, ganz zu schweigen eben von libertären Denkern jetzt wie Hoppe oder Rothbard. Und das andere war, wie Sie das mit den guten und schlechten Freiheiten meinen, hat mich noch ein bisschen interessiert, wie man die so definiert. Ich glaube, das halte ich für schwierig. Ich möchte eine Anmerkung machen zu der Feststellung, dass die soziale Frage vernachlässigt wird, grundsätzlich bei liberalen Parteien. Ich war 5 Jahre Sozialsprecher des Liberalen Forums, also wir haben es sicher nicht vernachlässigt. Aber das Problem ist, dass ich mich immer an Dahndorf orientiert habe. Dahndorf hat stellt die ganze Demokratie auf 3 Beine. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, gesicherte Grund- und Freiheitsrechte, also Rechtsstaat, und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und der gesellschaftliche Zusammenhalt muss auch ein Element der politischen Ausrichtung sein. Und das ist letztendlich dann auch im Kern, sind das soziale Fragen. Ja? Oder eben bildungspolitische Fragen. Die Bildungspolitik ist Sozialpolitik. Ja? Und die wird in Österreich nach wie vor so betrieben, dass sie ständig staatlich arbeitet. Ja? Also sozusagen in Wien sind die Gymnasien sozusagen, stehen unter Artenschutz, für die Schrauben aus den Nobelbezirken sozusagen, vereinfacht das jetzt gleich. Ja. Das hat so weit geführt, dass ich war in Oberösterreich in der Schule, ja, dass wir dann in der 6. Klasse die Maturaaufgaben der Wiener Gymnasium zu unserer Erheiterung als Hausaufgaben bekommen haben. Weil der Artenschutz ist dann auch so weit gegangen, dass man sich diese Leute nicht durchfallen hat lassen. Gleichzeitig hat man begabte, junge Menschen, die aus wirtschaftlich nicht leistungsfähigen Familien kommen, hat man von den Gymnasien ferngehalten. Und das ist nach wie vor das Prinzip. Ja? Und die Neos kämpfen hier an einer ganz richtigen Front. Ja? Aber das ist geradezu das schlagende Herz der ÖVP, ist, dass das so ist. Ja? Das ist, weil das sind ihre Regimenter. Ja? Das sind der Kurz ist zum Beispiel so ein Zögling aus dem System heraus. Ja? Und das ist schwer zu brechen, ja? Weil teilweise bei den negativ Betroffenen das Problembewusstsein nicht ausgeprägt genug ist, ja? Dass es ins Wahlverhalten ummünzen. Das ist eines der Probleme. Ja? Also da, glaube ich, haben wir sicher noch viel zu leisten. Und das ist sozusagen Sozialpolitik pur, nicht Almosenpolitik, ja? Sondern Ermöglichungspolitik. Das ist Sozialpolitik. Aber das wird von konservativen Menschen nicht verstanden. Und es ist schwer, jemandem etwas zu erklären, wenn er eine vorgefasste Meinung hat. Ja? Gerhard Gratke, bitte, das Mikrofon. Der Name ist schon gefallen. Ich wollte Sie nur bitten, das Spannungsfeld repräsentative Demokratie und direkte Demokratie noch ein bisschen mehr auszuleuchten. Gerade in einer Zeit, wo die Populisten die repräsentative Demokratie permanent, jedenfalls solange sie nicht die Mehrheit haben, beim Orban schaut es ja schon anders aus, solange sie nicht die Mehrheit haben, die repräsentative Demokratie aushebeln wollen durch direktdemokratische Mittel. Die Frage, Sie haben gesagt, Direktdemokratie ist keine Alltagsangelegenheit und nur für besondere Fragen. Wie kann das kodifiziert werden? Wie können wir eine Verhaltensanleitung geben, was ist geeignet für Demokratie, was nicht? Und wenn uns das nicht in irgendeiner Form gelingt, sind wir immer auf der Verliererstraße. Weil der Populist wird immer sagen, ihr habt Angst vor des Volkes Meinung. Ja. Haben Sie da eine zusätzliche Ausleuchtung für diese Frage? Vielen Dank. Ich habe 6 Punkte aufgeschrieben. Sehr gut. Fang einfach mal an und ich schaue das. Ja, das ist gut, danke. Ja. Ich fange vielleicht mit dem letzten an, aber das meine ich, also, weil ich, da habe ich schon eine Idee. Also ich glaube, wichtig ist, dass es sich um ergänzende Verfahren handelt, nicht um konkurrierende Verfahren. Es gibt ja auch die Vorstellung, ja, wir könnten sozusagen Parlamentsbeschlüsse dann irgendwie kassieren durch Volksentscheide oder so. Manche sagen dann korrigieren. Da bin ich eigentlich eher skeptisch, weil ich schon finde, wir müssen klar sagen, wer soll eigentlich welche Fragen entscheiden, und dann muss die Alleinzuständigkeit für die Entscheidung solcher Fragen dann auch in einem Verfahren liegen. Kann schon sein, dass wir sagen, es gibt bestimmte Themen, die können nur
die kann nur das Volk entscheiden. Also beispielsweise Verträge über die Staatlichkeit. Ja, wir treten einer europäischen Verfassung der Zukunft bei, darüber soll ein Volksentscheid stattfinden, da reicht ein Parlamentsbeschluss nicht aus. Oder zweitens, das Parlament sagt, wir werden diese Frage nicht entscheiden, die ist so kritisch und wir wollen da bei einem Infrastrukturvorhaben beispielsweise, wir wollen da eine solide Mehrheit haben, ja, was die Schweizer mit dem Gotthardtunnel zum Beispiel gemacht haben. Man befragt das Volk in einer kritischen Frage und dann entscheidet das, aber dann entscheidet eben das Parlament nicht, dann hat das Volk auch entschieden. Also zunächst mal ergänzend, nicht konkurrierend, ganz wichtig. Zweitens, ich würde auch immer sagen, wir müssen es eben von unten her probieren. Also auf Bundesebene bin ich kein, würde ich nie vorschlagen, werbe ich nicht für direkte Demokratie auf Bundesebene. Drittens, eine institutionelle Vorkehrung ist natürlich, über Grundrechte wird nicht abgestimmt. Todesstrafe und so weiter geht nicht. Wir können das mit dem Grundgesetz einfach machen, ja, weil wir sagen, der Grundrechtsteil des Grundgesetzes, der ist sozusagen sakrosankt, unveränderlich, genau. Dann kann man natürlich bestimmte, indem man das Verfahren so gliedert, dass man zum Beispiel, also erstmal muss ein bestimmter, bestimmte Mobilisierung stattfinden und erfolgt sein, damit überhaupt was auf die Tagesordnung kommt, damit nicht jeden Tag irgendwas auf die Tagesordnung kommt, sondern damit dann schon eine kritische Masse an was Spannendem, für eine spannende Frage erreicht wird. Das heißt, die Frage der Quoren ist wichtig. Und dann ist natürlich auch die Frage wichtig, wenn sowas draufkommt, wird dann quasi übernächste Woche entschieden oder erst in einem halben Jahr oder welcher Prozess findet denn statt, bevor etwas zur Abstimmung gestellt wird. Und da kennen auch die Schweizer ja spannende Verfahren, dass eben erstmal auch ausgearbeitet wird, was überhaupt in der Sache entschieden wird, sodass sehr viel Gedanken reinfließt, wie die Alternativen formuliert sind. Man kann sich auch vorstellen, dass beispielsweise Bürgerbeteiligungsverfahren dann stattfinden, um, ich sag mal, eine kluge Formulierung von Alternativen zu finden, statt dass die irgendwo von irgendwelchen Administratoren oder mit irgendwelchen Mehrheiten im Parlament gemacht werden. Also dass man versucht, möglichst sachgerecht Entscheidungsalternativen zu formulieren. Und das kann man über Verfahren der Bürgerbeteiligung möglicherweise auch sicherstellen. Dann würde man Bürgerbeteiligungsverfahren verknüpfen mit direktdemokratischen Verfahren. Eine Phase einbauen, wo man sagt, bevor das zur Abstimmung. Also, wie gesagt, ich glaube, da brauchen wir einfach prozedurale oder institutionelle Fantasie, wie wir diesen Prozess organisieren. Stichwort Organisation der Demokratie, die ist eben für uns Liberale auch entscheidend. Kommt auf die Details an, auf die Verfahren. Und da müssen wir einen Kopf machen, dafür müssen wir natürlich auch lernen, was die Schweizer schon gemacht haben. LIV, Sozialpolitik, super, Lebenschancenpolitik von Dahrendorf, fantastisch, war in 2012 bei unserer Karlsruher Freiheitsthesen auch sehr wichtig, war einer der großen Stichworte. Ich hatte vor Ordnungspolitik und Chancenpolitik. Chancenpolitik war der Pate sozusagen Dahrendorf, Ordnungspolitik war der Pate Hayek. Ja, das waren die zwei großen Denker, die auch bei Christian Lindner im Büro hingen, Dahrendorf und Hayek. Und wir haben gesagt, beide gehören zusammen. Wir wollen nicht den einen gegen den anderen ausspielen. Und in der Tat geht es uns eben dann um Lebenschancen. Ich finde, wir müssten in der internationalen Diskussion dann noch an Amartya Sen anschließen. Amartya Sen ist ja der indische, glaube ich, sagt man jetzt, Nobelpreisträger, der Wirtschaftsnobelpreisträger, der mit dem Capability Approach, was ganz Ähnliches im selben Jahr übrigens wie Dahrendorf 1979 vorgeschlagen hat, nämlich darauf zu achten, wenn wir über Gerechtigkeit reden, nicht zu sagen, Gerechtigkeit ist also quantitative Kohle verschieben, sondern zu schauen, sind die Leute in der Lage, ihr eigenes Leben zu führen? Sind sie capable? Ja, sind sie in der Lage? Haben sie die Kompetenzen, die Möglichkeiten, die Chancen, ihr eigenes Leben zu leben? So, und das finde ich jetzt sehr spannend. Und das bringt mich zur Frage, die Sie gestellt hatten, über die Frage, gibt es gute und schlechte Freiheiten? Amartya Sen sagt Folgendes. Also stellen Sie sich mal vor, es gibt zwei Länder und jeder hat in jedem Land steht jedem Bürger 1 Million Optionen zur Verfügung. Und dann gibt es andere Länder, da sind dann eben, keine Ahnung, nur 800.000 Optionen zur Verfügung. Also diese Millionen, mal gar nicht schlecht. Das ist ja völlig egal, in welchem Land ich lebe, wenn beide ich so viel Freiheit habe. Jetzt ist allerdings, sind 999.999 Optionen sind die gleichen. Nur eine Option unterscheidet sich. In dem einen Land hast du die Option, nicht an Malaria zu erkranken. In der anderen hast du die Option, an Malaria zu erkranken. Für welches Land entscheidest du dich? Ja, natürlich das, wo du nicht dran erkrankst an Malaria. Ja, ist ja klar, weil das die bessere Freiheit ist. Und ich glaube, wir
bewerten Freiheiten schon die ganze Zeit. Wir haben natürlich eine Vorstellung davon, welche Freiheiten und wessen Freiheiten wir besonders privilegieren wollen. Es ist häufig, finde ich, für Liberale die Verteidigung des Status quo. Ich sage mal, all denen, die so kritisch sind, was jetzt Gendern angeht. Ja. Ich glaube, Liberale, die die Idee aus dem Fenster schmeißen, dass man sich geschlechtergerechter Sprache bedient, tun dem einem Anliegen, nicht jeder, der das bringt, hat dieses Anliegen, aber es ist ein emanzipatives, ein Befreiungsanliegen hinter vielen, nicht allen Leuten, die sagen, wir wissen, dass Sprache unser Denken prägt und dass Sprache deswegen für unsere sozialen Beziehungen auch entscheidend ist. Ja, und dass wir deswegen, wir wollen mal denkmöglich machen und aussprechen, was alles möglich ist. Wir wollen also nicht nur von Studenten reden, von mir aus, sondern von Studierenden. Ja? Wenn wir jetzt einfach sagen, ach, das ist ja alles Quatsch und eine Zumutung und so weiter, und uns gar nicht fragen, ja, welches, sind übrigens häufig Männer, die das finden, dass man das ignorieren kann, dann werden wir dem Freiheitsgedanken oder dem Freiheitsanliegen, das auch dahinter steckt, dass wir sagen, wir wollen aber adressiert werden, als der wir sind, wollen auch gemeint sein, wenn Studenten oder Studierende gesagt wird, eben nicht bloß Studenten, weil wir uns, da fühlen wir uns ausgeschlossen. Jetzt, wer bin ich zu sagen, stell dich doch nicht so an, ja, das ist eine Zumutung, ich sag, was ich will. Und ja, es gibt ja so eine Haltung bei vielen, die sind häufig Männer, die dann diese Anliegen aus dem Fenster zur Seite schieben und sagen, komme nicht mit diesen Zumutungen. Und da glaube ich, da sollten wir erkennen, dass es viel mehr, dass sich hinter solchen Anliegen eben auch ein Freiheitsanliegen verstecken kann. Und wir sollten versuchen, die gesamte Politik sozusagen zu entschlüsseln und abzuprüfen auf Freiheitsanliegen, die dahinter stecken. Wir sollten alle anderen Parteien auch zwingen, ihre politische Agenda uns auf freiheitlich zu erklären. Ja, und dann sagen wir den Sozialdemokraten, also erklärt uns Solidarität, was bringt es der Freiheit? Und wir sagen zu den Grünen, sagt uns mal, was Nachhaltigkeit der Freiheit bringt. Und wenn ihr das gut erklären könnt, dann sind wir auch bereit zu sagen, ja, Solidarität ist gut, ja, Nachhaltigkeit ist gut. Und wenn die ÖVP erklärt, warum das Christentum besonders gut ist für die Freiheit, dann sind wir auch da bereit zuzuhören. Ja, und zu sagen, okay, was lernen wir denn? Was ist denn dafür, wenn es uns auch freiheitlich erklärt? Wie viel von dem wollen wir denn dann zulassen? Die Idee der qualitativen Freiheit, die Freiheiten bewertet, die ich vorher vorgeschlagen habe, ist eben eine, die sagt, alle anderen Werte dienen der Freiheit. Der Leitwert ist die Freiheit. Und dem müssen sich alle anderen messen lassen. Alle anderen Werte sind dienende Werte für die Freiheit. Sicherheit, Nachhaltigkeit, Solidarität, Tradition, whatever. Die alle dienen der Freiheit aus unserer Sicht. Und wir spielen Freiheit eben da nicht aus gegen Sicherheit, nach dem Motto mehr Sicherheit, weniger Freiheit oder mehr Solidarität, weniger Freiheit und mehr Freiheit, weniger Solidarität, sondern wir sagen uns, ja gut, wenn die Solidarität der Freiheit dient, weil sie jedem erlaubt, eben sein eigenes Leben zu leben, dann ist sie so lange gut, ist Solidarität so lange freiheitsdienlich, wie sie dann die Freiheit, die wir meinen, nicht einschränkt. Ja, und dann können wir eben Solidarität, Nachhaltigkeit unter die Fuchtel sozusagen, unter die Herren des Leitwerts der Freiheit stellen, statt zu sagen, Freiheit konkurriert gegen diese Werte. Ja, und ich finde, so sollten wir über Freiheit nachdenken. Nur wenn wir das tun, dann sagen wir natürlich auch, dass Freiheit dass in der Solidarität auch ein Stück Freiheitlichkeit steckt, dass in der Nachhaltigkeit ein Stück Freiheitlichkeit steckt. Ja, und damit haben wir auf einmal eine Pluralisierung sozusagen von Vorstellungen, was es heißt, frei zu sein, die sich diesem einfachen Spiel Freiheit gegen andere Werte und andere Werte heißen automatisch auf Kosten von Freiheit und deswegen sind wir gegen andere Werte, die dieses Spiel beendet. Und ich finde zu Recht, ja, weil ich finde es weder dienlich noch der Sache der Freiheit angemessen. Freiheit ist eben immer zu unterschiedlichen Zeiten auch unterschiedliche Anliegen. Ja, und wir sollten uns um der Freiheit willen, da um Genauigkeit und um konkrete Freiheiten bemühen, statt irgendwie so platt zu definieren, jeder, der einen Angriff macht auf die Freiheit, ist ein Illiberaler oder so. Ja. Darf man auch
ich glaube, von Ihnen der Punkt Demokratie und Liberalismus sozusagen, gab es da nicht noch ein größeres Spannungsverhältnis? Mhm. Du hast auch gesagt, die Demokratie endet am Rechtsstaat, also gibt es da nicht sozusagen eine historische Spannung, die vielleicht noch größer ist als das, was bisher erwähnt wurde? Es gibt Libertäre, die sagen in der Tat, Demokratie ist absolut von vornherein irgendwie illiberal, und ich glaube, die Hoppe macht, glaube ich, ein Argument auch für die Monarchie oder so. Ich kann Ihnen bloß sagen, also, das müssen wir nochmal erklären, I don't get it, ja? Verstehe ich also gar nicht. Ich glaube, dass viele, die Liberale, die haben sich in der Tat nicht so stark, also die liberalen Philosophen haben sich nicht immer, die haben sich mehr mit der Staatsorganisation als mit der demokratischen Organisation beschäftigt. Das würde ich immer sagen, aber wenn sie es getan haben, dann waren sie, glaube ich, in der Regel gute Republikaner, also Locke oder Tocqueville oder so. Ja? Also die eine Vorstellung davon gehabt haben, dass Demokratie eine Lebensform ist, eine, die auf Habits of the Heart, auf Gewohnheiten auch beruht. Und als Republik oder als Republikaner waren sie eben auch kultivierte, würde ich mal sagen, kultivierte Demokraten. Und deswegen habe ich auch, will nicht sagen, alle Liberalen sind Demokraten, full stop. Es gibt illiberale Demokraten. Ja? Und die Demokratie, wie wir als Liberale meinen, ist eine anspruchsvolle, kultivierte Form von Demokratie. Es ist eine, die rechtsstaatlich fundiert ist. Es ist eine, die sich am Gemeinwohl orientiert und dieses Gemeinwohl aber auch sozusagen unter die Aufsicht der Freiheit stellt, das hatte ich ja gerade gesagt, und die dann wisst, dass es unterschiedliche Rollen gibt, und ich glaube, dann wird was Liberales draus und auch was für Liberale in ihren, also natürlich kein Liberaler wird sich richtig einigen drauf auf die Form von Demokratie, aber ich glaube, dann haben wir eine größere Übereinstimmung auch unter Liberalen, was wir über Freiheit meinen. Am Ende glaube ich, wenn wir Selbstbestimmung als entscheidenden Wert sehen, dann müssen wir eben, kommen wir nicht drum herum, auch Mitbestimmung, unseren Fragen der Mitbestimmung und Fragen der legitimierten Selbstbestimmung und damit um die Organisation von Demokratie zu kümmern. Und es leistet keine andere Staatsordnung Mitbestimmung und die Legitimation von Fremdbestimmung, das ist eben dann in Gottes Namen die Demokratie. Die letzten beiden Punkte war einerseits die Voraussetzung für die Verfassung, und Stichwort Medienvielfalt zum Beispiel, geht es nicht eigentlich darum, und das Thema Regionen, kann man wirklich auf den Regionen Europa der Zukunft aufsetzen, oder haben wir dann nicht das 300-fache Problem von dem, was wir jetzt haben. Wir machen dann schon langsam Schluss. Wenn Sie noch einen kurzen Punkt haben, würde ich... Zum Thema Regionen. Nochmal kurz das Mikrofon. Das ist eine Kultur mit Südtirol zusammen, und durch den Krieg ist eine Grenze durchgezogen. Seitdem sind sie getrennt voneinander. Da ist Blut geflossen, einmal zu Italien, einmal zu Österreich, durch die Jahre. Und jetzt durch die Euro-Region, dieses Projekt Euro-Region, ist de facto die Bedeutung der Grenze für Nordtirol und Südtirol gefallen. Sie können arbeiten miteinander, wie sie wollen, und sie sind begeistert. Mhm. Tirol ist hoch oben in den Bergen. Sie möchten sich nicht, sie sind sehr europaskeptisch. Mhm. Sie wollen von Europa von nichts sagen lassen, weder von Brüssel noch von Wien. Und jetzt durch dieses Euregio-Projekt, bekommen sie überhaupt einen Zugang überhaupt zu der Europa-Idee. Und die sind begeistert davon. Ja. Also ich wollte das nur als Beispiel einladen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Zum Nachdenken. Das wäre jetzt das Beispiel, was ich gerne gegeben hätte, aber nicht auf Lager hatte, wo ich glaube, dass sich tatsächlich regionale Spannungen auch entspannen können, wenn es nicht mehr darum geht, dass sich die Region gegen die Hauptstadt des verhassten Großreichs, dem Sie nun mal angehören, Spanien oder also die Basken in Spanien oder die Katalonen in Spanien oder eben die Tiroler in Österreich oder Italien, sondern wenn sich das alles entspannt, weil der Bezugspunkt eigentlich Europa ist, man dann sagen kann, komm, es geht ja gar nicht mehr so sehr gegen, wir stehen gar nicht so sehr unter der Fuchtel der Hauptstadt, sondern wir können ganz entspannt eben auch Region sein, und es ist auch okay, dass wir eine Region sind.
Es ist trotzdem schwierig, das weiß ich schon. Und wir sollten auch bei der Diskussion über die Regionen Europas nicht immer gleich die Problemregionen vorziehen und sagen, na, darum wird es scheitern oder dann ist ja quasi also der tribalistische Unsinn entfesselt, ja, also der lokale Irrsinn sozusagen freigegeben. Sondern es gibt spannende Ausarbeitungen, die wir uns als Liberale auch auseinandersetzen sollten. Einerseits zur sinnvollen Größe von politischen Einheiten. Da gibt es Untersuchungen, die sagen, zwischen 6 und 10 Millionen sind eigentlich gute oder sind unter den Bedingungen, unter denen wir leben, irgendwie machbare gute Größen. Ich sage mal Holland, ich sage übrigens auch, 50, meine Frau ist Holländerin, 50% Wahlanteil bei liberalen Parteien zusammen. Also da geht schon was, auch für die Mehrheitsfähigkeit von Liberalen. Aber ich glaube, dass wir ja dass wir schauen sollten, was sind gute Größen, mit denen man Politik machen kann. Und da glaube ich, dass sich Regionen auch aus einem anderen Grund stärken werden, weil Leute in Regionen leben. Ja, die leben eben nicht mehr einfach nur in der Stadt. Klar, das tun sie hier in Wien, aber viele Wiener leben natürlich im Großraum, in der Region Wien und nehmen die Region auch so wahr. Oder andere, die in der Steiermark leben oder andere, die bei uns in der Region Neckaralb leben oder so, deren Lebenswelt ist eine regionale. Ja, und die Verkehrsprobleme, die Abfallentsorgungsprobleme, die Wohnprobleme, die Jobprobleme sind alle am Schluss eben regional verhandelt. Und jetzt meine ich gar nicht, dass wir das Nationale das Nationale rauskriegen und dann nur das Regionale. Das funktioniert so auch gar nicht. Dafür sind die Nationalstaaten ja auch haben viel zu große Traditionen und wirkmächtig und sind ja auch erfolgreiche politische Einheiten. Ich meine, vielleicht die erfolgreichsten politischen Einheiten, die wir aus liberaler Sicht je hatten, so Nationalstaaten. Also ich will die nicht abschaffen, aber ich will doch, ich sag mal, die Möglichkeit schaffen, dass wir uns eben nicht bloß nationalstaatlich identifizieren, sondern dass es eine mehr ebene Identität gibt und dass wir auch sagen, wir sind ganz froh als europäische Insert Region, also ja, nenne die Region deiner Wahl, wir sind europäische Tiroler, wir sind europäische Steiermärkler, wir sind europäische Schwaben, was weiß ich immer. Also ich glaube, ja, es ist ja auch jetzt keine schnelle Lösung für morgen, die ich vorschlage, sondern eine, ich glaube, da müssen wir, wenn wir umdenken lernen und mal ausprobieren, wie das funktioniert, ich probiere es jetzt im Wahlkampf aus, dann kann mit einer Stärkung des Regionen, die sozusagen in einer europäischen Republik engagiert und aufgehoben sind, also eine Republik der Regionen sozusagen, ich glaube, dann kann da aus liberaler Sicht ein Schuh draus werden. Das ist ein Stück visionär und ich lade Sie ein, dass Sie nach Hopp am Neckar kommen, am 14. bis 16. Juli, wo wir mit der Ulrike Guaro, die ein Buch geschrieben hat zur Republik Europa und hoffentlich mit Josef oder hier Leuten vom Neos Lab, diskutieren werden, genauso mit Freunden von der Operation Libero aus der Schweiz, mit hoffentlich Vertretern von D66, wo wir genau diese Fragen verhandeln wollen. Und ich habe da keine perfekten, guten Antworten, es ist jetzt nur eine Vermutung, die ich habe, denn und damit will ich schließen. Ich habe den Eindruck, wir kommen allein mit Recht und Gesetz, den typischen liberalen Politikinstrumenten eben nicht mehr weiter. Ja, und wir müssen uns kümmern um die Voraussetzungen gelingender freiheitlicher Gemeinwesen. Und das heißt, dass wir uns um Kultur, um auch das Vorstaatliche sozusagen kümmern müssen. Deswegen war ja bei mir in dieser Dreieraufzählung diese Meso-Ebene, diese intermediäre Ebene der Assoziation der Zivilgesellschaft da, die ich ganz wichtig finde. Und die wir pflegen sollen, ja, was sind eigentlich die Kultur, was sind die Konventionen jenseits des individuellen Charakters und der staatlichen Konstitution, was sind die uns verbindenden informellen Konventionen, nach denen wir leben, ja, was erwarten wir informell voneinander. Und ich glaube, das müssen wir viel stärker pflegen, dafür müssen wir anerkennen, dass der Liberalismus eben auch, glaube ich, ein kulturelles Projekt ist, ein zivilisatorisches Projekt, aber eins, was auf Lebensformpflege braucht, ja, wo wir pflegen müssen, in welcher Art und Weise wir miteinander umgehen. Das gilt dann auch für die Diskussionskultur. Wir haben jetzt gar nicht geredet, was auch noch ein abendfüllendes Thema wäre, natürlich Political Correctness, ja, wie wir als Liberale uns zu diesen Fragen verhalten. Können wir vielleicht nachher im informellen Teil machen. Aber ich glaube, dem müssen wir uns als Liberale viel stärker widmen, ja, dieser Pflege von vorstaatlichen, was wir denken, auch vorpolitischen Fragen. Der Liberalismus oder ich sag mal, eine freiheitliche Gesellschaft ist eben auch ein kulturelles, moralisches, geschichtliches Projekt,
was Identitäten anspricht, was Leute nicht nur im Kopf ansprechen muss, sondern auch im Herz und in der Hand. Die müssen bewegt sein, was zu tun für ihre freiheitlichen Gemeinwesen. Ich glaube, das gelingt uns, wenn wir stärker wieder über Republik reden, und es gelingt uns, wenn wir das Gespräch auch so grundsätzlich suchen, wie es heute Abend hoffentlich gelungen ist. Josef, ich möchte mich bei dir bedanken für die Einladung, und ich glaube, also ich wäre gerne auch bei der nächsten Veranstaltung dabei, das dürfen Sie dann tun, und nicht vielleicht per Livestream. Alle danke auch denen, die im Livestream dabei waren. Ihnen danke für die spannende Diskussion, und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Herzlichen Dank. Danke auch dir, Christopher. Ich denke, es war ein